la 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 la. Die Episode 76 der Comic-Cookies haben wir gerade ausgewürfelt, ist dies. Mit so dabei ist diesmal wieder seit längerer Zeit der Breedstorm. Ja, schönen guten Tag. Licht nicht an mir, ne? Wenn du dauernd fremd gehst hier. Ach, mit den fremden Leuten hier. Ah, es ist wirklich... Ja. Ah, ja, der Steffen. Halt. Der Steffen. In jeder Kneipe ist er zu Gast. Wieso? Was heißt, es liegt nicht an mir? Aber heute warst du sehr herzlich eingeladen. Aber heute, wo wir wirklich Inhalte haben, ne, da bist du wieder hier. Ne? Hast auch ein bisschen was vorbereitet, das freut mich sehr. Ja, ja, was heißt vorbereitet? Ich habe mal was gelesen, ausnahmsweise, aber auch nur wieder 3 Bücher, aber immerhin. Mhm. Aber du hast natürlich viel Nachholbedarf jetzt. Aber ich würde sagen, an der Stelle... lösen wir erstmal eins auf, bevor wir das wieder vergessen. Und zwar hast du irgendwann mal ein Gewinnspiel ausgelobt. So ist es. Das geht, ja gut, viele haben uns nicht geteilt. Vielen Dank dafür. Deswegen war jetzt die Gewinnchance relativ hoch. Ja, und wie eigentlich bei jedem unserer Gewinnspiele ist die Gewinnchance sehr hoch, wenn man einfach mal mitmacht. Die Aufgabe war es ja einfach, die Folge zu teilen, in welcher Art auch immer, ob er das über Twitter, über Facebook oder wie auch immer macht. Mhm. Und es ging um einen Band der Serie Die Zeitenwende, genau. Eine französische Serie, historisch so ein bisschen beeinflusst, weil Panini hatte mir da das falsche Rezensionsexemplar geschickt. Mhm. Und da haben sie gesagt, ja, habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Haben sie gesagt, können wir verlosen. Gut. Perfekt. Und das machen wir damit auch. Mhm. Ja, Steffen, du als Glücksfee. Ich als Glücksfee habe jemanden gezogen, der den Comic-Cookies sehr nahe steht, der auch schon ein paar Mal hier zu hören war. Ist aber ja, wie gesagt, kein offizielles Mitglied, sondern Ehrenmitglied. Und deswegen darf er auch an der Verlosung teilnehmen. Und weil er uns immer sehr fleißig teilt, trifft es auch nicht den Falschen, und zwar den lieben Andi vom Telestammtisch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Genau. Bei der nächsten Möglichkeit, wenn wir uns sehen, wirst du dann den Band irgendwie überreicht bekommen. Ja. Ist jetzt keine Vetter in Wirtschaft oder so, die wirklich die Anzahl der Teilnehmer war doch sehr, sehr klein. Sehr klein. Und dann. Ja. Ist vielleicht auch nicht, ich habe ja auch gesagt, als ich es rezensiert habe, es ist nicht jedermanns Serie. Also eben. Es ist zwar franco-belgisch, aber ich würde sie nicht unbedingt als eingängig bezeichnen. Ja. Ne? Also, was man als Tipp mitgeben kann, wenn ihr einen Beitrag von uns seht, einfach immer teilen, weil letzten Endes kann es passieren, dass ihr eventuell einen Comic gewinnt dadurch. Aber ja. Ja. Was gibt es denn bei dir so Neues? Ja, Steffen, was gibt's bei mir Neues? Willst du erst ein bisschen Hausmeisterei betreiben? Willst du irgendwas ankündigen oder willst du gleich zum Teil Comics gehen? Ich gehe ja davon aus, dass die Ausgabe zum 1. Oktober auch erscheint. Ich hoffe. Ja. Zum 1. Oktober? Nee, das schaffe ich nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Das kann ich schon ankündigen. Vielleicht aber 2 Tage später, ja, auf jeden Fall aber vor dem 13. Oktober. Auf jeden Fall vor der Buchmesse. Weil genau das Wochenende zum 13. Oktober, also das ist der Samstag schon davor, ist ja die Buchmesse in Frankfurt. Da werden sicherlich einige Fans da sein. Der Steffen wird im T3 sein. Bei diversen Signieraktionen genau. Wird er unterstützen. Es gibt einen Comic-Satellit in Frankfurt. Den könnt ihr als Comic-Fan natürlich weiträumig besuchen. Und zeitgleich ist aber auch in Dreieich die BuCon, also der Buchmesse-Konvent heißt das Ganze. Ich habe mir extra eingelesen, heißt der BuCon, nicht die BuCon, wie ich ursprünglich dachte. Und das ist im Prinzip so ein Buchmesse-Ableger, aber vom Science-Fiction-Club Darmstadt mitorganisiert. Also es ist nicht
der Club, der das organisiert, aber viele, die in dem Club sind, organisieren das, haben sich da mit anderen zusammengefunden und machen da im Prinzip ja sowas wie eine kleine Buchmesse für Freunde der Fantasy, aber auch mit sehr vielen Panels. Also es ist natürlich, man kann Autoren treffen, die werden ihre Ausgaben signieren, natürlich sehr viel verkaufen, ganz klar. Aber was ich auch gesehen habe, sehr viele Panels, sehr viele Lesungen, aber auch, wie soll ich das sagen, irgendwelche Sachpanels auch zum Thema Fantasy. Es gibt zum Beispiel was über Karl May, ne? Ist jetzt, sag ich mal, im weitesten Sinne ist ja eigentlich eher Western, aber in dem Sinne ja auch Fantasy. Und ja, also solche Sachen sind es komplett. Und da ein paar mir sehr ans Herz gewachsene Autoren letztendlich da bei sein werden, habe ich mich in diesem Jahr dafür entschieden, zur Buchholm zu gehen. Die andere Alternative wäre tatsächlich der Comic-Satellit gewesen, weil ich ja mit der Buchmesse an sich, also der Frankfurter Buchmesse, ja etwas hadere, seit die den Comic-Teil rausgenommen haben. Die Faszination Comic war was, wo wir ein paar Mal waren, was auch richtig Spaß gemacht hat, wo sie auch ein bisschen Gas gegeben haben und alles, um das Thema auch im Vergleich zu den normalen Büchern jetzt einfach zu etablieren. Aber irgendwann haben sie es nicht mehr gemacht und deswegen fällt mein Support da aus. Es wäre vielleicht noch was, wenn es nicht so unglaublich voll wäre, aber es ist ja wirklich an den Nicht-Fachtagen ist die Frankfurter Buchmesse so voll, dass man sich da nur durchschieben kann und das ist nicht meine Vorstellung, wie ich mir Bücher angucke. Also ja, und dann hast du halt auch 20 Euro Eintritt mittlerweile und das ist alles ein bisschen, naja. Ja, aber die Leute bezahlen es. Ja, sicherlich. Wir wissen, viele klauen auch was, damit sie offensichtlich den Eintritt wieder raus haben. Hört man immer wieder, dass da unglaublich viele Bücher, aber ist in dem Gedränge wahrscheinlich auch nicht so schwierig. Wenn wir hingehen werden, dann sehr wahrscheinlich eher am Sonntag, weil dann A, habe ich vorher überhaupt keine Zeit und B, ist am Sonntag halt die Chance da, dass es ein bisschen übersichtlicher ist, wobei das eher Wunschgedanke ist. Und da hast du dann auch meistens noch die Chance, dass du vielleicht irgendwo schon mal zumindest was käuflich erwerben kannst, weil bevor die Verlage die Sachen wieder mit nach Hause nehmen, wird es dann meistens am Sonntag dann doch abverkauft zu günstigeren Preisen. Mhm. Ja. T3, Stichwort. Genau, T3 ist halt Bestandteil des Comic-Satellit Frankfurt dieses Jahr, also ist Mitausrichter und Comic-Satellit hat sicherlich auch noch jede Menge andere Aktionen auf dem Schirm, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, aber die ich hier auf jeden Fall auf die Seite verlinken werde mit zum Beitrag und dann könnt ihr da auf jeden Fall mal mit reingucken. Was ich aber sagen kann, sind halt die T3-Aktionen und da geht es los am Mittwoch, den 10.10. mit David Boller, also altbekannter und gern gesehener Gast, der des Öfteren zur Buchmesse da ist, weil sich das halt anbietet, wird sein Teil 3 vorstellen, glaube ich, oder auch die Gesamtausgabe mittlerweile. Also es ist jetzt auch die Superhelden-Version von Tell, die vor gefühlten Äonen angefangen hatte, hat jetzt mit dem dritten Teil halt den Abschluss und jetzt gibt es das Ganze auch nochmal als Sammelausgabe. Und auch den klassischen Tell hat er dabei, also den hat er ja auch gemacht. Er startet ja jetzt ganz groß durch mit diesem Tell-Branding, was also noch ein paar Produkte mehr nebenher bringt, also mit sich bringt. Und zwar gibt es auch noch die Jugendvariante von oder die Kinderbuchvariante von Walter praktisch. Das sehr schön. Findet da alles mit statt. Aber wie gesagt, David Boller ist dann jetzt an dem Mittwoch, den 10.10. von 17 bis 19 Uhr im T3. So, dann haben wir bereits einen Tag später, und zwar am Donnerstag, den 11.10. das Frankfurt Spezial, ebenfalls von 17 bis 19 Uhr. Da sind dabei der Wolfgang Büchs, war auch schon im T3, hat dort signiert und wird diesmal vor allem zu Hause während der digitalen Revolution vorstellen. Ist auch so ein Cartoon-Band mit eben diesen Themenschwerpunkt. Und mit dabei sind auch Heiko Hörnig und Marius Palitza mit A House Divided 2. Genau. Und dann kommt der Hammer am
Samstag das große Krevic Novels Spezial. Ich habe mir diesen Titel nicht einfallen lassen, aber ja, Headliner ist da ein gewisser Prado. Sagt dir der Name was? Nee. Nee, sagt dir nichts. Miguel Lancho Prado, oder ich weiß nicht, wie der Vorname jetzt genau ausgesprochen wird. Leichte Beute zum Beispiel, also so Comic Alben, die schon sehr so gemalt wirken und so. Ne? Also das sieht toll aus, da bin ich mal gespannt. Ist auch schon altbekannter Großmeister eigentlich. Und ja, wurde von Ecki natürlich entsprechend abgefeiert. Dann Michael Ross mit Der Unfall. Sagt mir jetzt persönlich auch noch nicht viel, aber muss ich mir mal angucken, was das ist. Und dann, und jetzt wird es noch komplizierter, Vincenzo Balzano und Abkürzung des Vornamens KI und Sachopoulos mit The Cloud und Run Wild. Das sind zwei, also ein Autor und ein Zeichner, die bei, jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube bei Creator und bei Image dürften sie, oder bei Dark Horse, eins von beiden, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, haben dort jedenfalls schon in Zusammenarbeit eben diese beiden Bände, The Cloud und Run Wild, veröffentlicht, und diese wollen sie halt hier in Frankfurt auch präsentieren. Sehr gut. Ja, ja, es bietet sich halt an, glaube ich, fürs T3, wenn die Buchmesse ist, da werden die sicherlich dann einfach mal rüber switchen können, und da ist mir eigentlich zügig rübergefahren. So nehme ich das an, dass das so funktioniert, ja. Ja, sehr schön. Ja. Miguel Prado war übrigens der Bezirksstaatsanwalt in der Serie Dexter, ne? Nur damit es da nicht zur Verwechslung kommt. Ach so. Das ist nicht der Große, der dann nachher, glaube ich, selber zum Selbstmord. Aber ich will das nicht spoilern. Ja. Eben, ich wollte gerade sagen, es soll Leute geben, die Dexter noch nicht gesehen haben. Ah, ja, gut. Schon auf der ewigen Liste haben. Ja. Ja, gut. Das. Aber bisher noch nicht so wirklich die Zeit dazu gefunden. Das ist sehr schade. Ja. Ihr tut mir leid. Mhm. Ja. Ja. Hast du Veranstaltungstipps? Nee. Aber zum Thema alte Serien. Ja. Dexter ja schon beruhigt mit. Wobei ich immer gehört habe, dass das Ende da nicht so toll gewesen sein soll. Bei Dexter? Dexter hat schon im Prinzip ein Ende, aber es ist mehr oder weniger ein offenes Ende. Also man hält sich ein Türchen frei, um zu sagen, wir setzen nochmal fort. Mhm. Ich persönlich hätte gesagt, man hätte das Ganze in zwei Staffeln reinpacken können und das richtig knackig halten und das nicht nachher zu sehr vermenschlichen. Ne? Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja gut, so wird das halt gemacht mit solchen Serien. Das Grundprinzip hat mir sehr gut gefallen. Leider ist es zu lang geworden. Laufen sie zu lang dann meistens, ja. Ja. Ja, das ist bei leider sehr vielen Serien so. Ja. Tut mir echt leid. Also auch Sons of Anarchy, denke ich, hätte man deutlich kürzer und knackiger gestalten. Ja, das hat sich dann alles irgendwie wiederholt, leider, ja. Ich verstehe, man versucht Geld zu machen, aber irgendwann wird es dann für mich wird's dann uninteressant. Ja, und da gibt es ja jetzt auch schon wieder einen Ableger von, ne? Also, ja. Naja, gut. Aber eine alte Serie, auf deren Fortsetzung wir uns sehr freuen, um die Überleitung jetzt mal hervorragend zu nutzen, ist die Serie Jessica Jones, auch unter Alias verfilmt als Serie. Mhm. Heißt auch Jessica Jones? Mhm. Ach, Alias hieß die andere Serie. Okay. Aber Jessica Jones gibt es auch als Serie. Ich persönlich habe es noch nicht gesehen, aber trotzdem hat Jessica Jones von Bendis in meinem Herzen einen sehr großen Platz, weil das eine Serie war, die sehr früh aus dem üblichen Superhelden-Ding rausgestochen hat. Mhm. Also wir sind jetzt natürlich, wie ich natürlich auch schon in meiner schriftlichen Rezension dazu geschrieben habe, in der Zeit, wo viele Jüngere, die jetzt Comics lesen, einfach dazugekommen sind durch die Filme. Mhm. Also, dass die vielleicht mal den ersten Avengers gesehen haben oder was weiß ich, die alten X-Men-Sachen oder Spider-Man, die alten Filme oder Batman Begins oder sowas, dass die mit sowas gestartet haben. Aber zu der Zeit gab es natürlich schon sehr, sehr viele Leute, die Comics gelesen haben. Mhm. Und ich sag mal so, ab, ja,
wo es richtig losging, ab so Mitte der 90er, die frühen 2000er, kamen sehr, sehr viele Serien, die einfach rausgestochen haben aus den üblichen Superheldenkram, wie zum Beispiel Why the Last Man. Ist so eine von diesen Serien, die ganz klar da rausgestochen, wo man gesehen hat. Oder auch Preacher. Preacher, auch das Sachen, die jetzt natürlich alle verfilmt werden, aber damals war Preacher einfach, das hat einfach, wenn du sonst nur die normalen Superhelden-Serien gesehen hast, und auch die ganzen, in den 90ern ging es ja auch viel über die Optik, da war nicht so viel Handlung und dann kam Preacher, also das hat schon gehörig für Aufruhr gesorgt. Ja, etwas später kam dann Bendis mit Jessica Jones um die Ecke. Und Jessica Jones war im Prinzip was ich nicht besonders mag, nämlich ein Redcon. Jessica Jones, so ihre Geschichte zumindest, war mal die Superheldin Jewel, die aber dann das Cape mehr oder weniger an den Nagel gehangen hat, aber noch ein paar Kräfte hat. Ja, also ist schon sehr stark und kann fliegen, wenn auch nicht besonders gut. Und ja, also sie ist so ein bisschen so die C-Klasse-Superheldin gewesen, aber schon damals mit der alten Miss Marvel befreundet. Und ja, also es war wirklich eine andere Superhelden-Serie, die vom Charakter her, die Jessica Jones war halt auch meistens übellaunig, kettenrauchend, hat gesoffen, hat vielleicht auch mal mit wem geschlafen, mit dem sie nicht unbedingt hätte schlafen sollen. Ja, also hat aber, ist sehr menschlich an die Probleme rangegangen. Sie hat dann dieses Alias Investigations gegründet, wo sie dann quasi so Detektivfälle übernommen hat. Auch teilweise dann natürlich angrenzend an andere Superhelden. Aber halt auch alles auf einem sehr moderaten Level. Ne? Also wie gesagt, sehr viel in diesem Bereich, die das Thema so angegangen sind, gab es da nicht. Klar, es gab zum Beispiel den She-Hulk-Run, eine Serie, die zeitgleich mit der draußen war, aber das ging dann schon wieder sehr ins Lustige. Das hier war dann bandesmäßig natürlich wieder auf einem sehr bodenständigen Level, wie immer gerne in den Straßen New Yorks, aber nicht oben drüber, nicht mit auf Götterlevel, und so hat die ihre Fälle da gelöst, und es war einfach gerade für viele, denen das immer Wiederholende in den Superhelden-Serien langweilig wurde, war das eine Offenbarung. Und jetzt kam dann tatsächlich doch nochmal eine Serie mit sage und schreibe 18 Heften raus, und Panini Comics hat das Ganze im Sammelband mit über 400 Seiten tatsächlich nochmal rausgehauen. Also ist wirklich ein ordentlicher Klotz, hat auch einen schönen Schlag gekriegt hier von der Post hier durch sein Gewicht, leider, aber für 38 €. Aber wenn man es runterrechnet auf das Heft, ist es natürlich noch als moderat zu sehen und günstiger, als wenn du dir die drei Trades holen würdest. Es geht ja relativ ungewohnt los, denn die gute Jessica Jones ist in den Superheldenknast eingesperrt worden. Wegen einer Tat, von der ich jetzt nicht unbedingt spoilern möchte, kommt dann aber frei. Und muss dann sehen, wie sie wieder ins Leben zurückfindet. Also wird auch was bekannt da drin, worum es sich eigentlich dreht? Oder? Ja, also das ist mir nicht bekannt, dass das in einer anderen Serie vorher angesprochen wurde, sondern es wird rein dafür gemacht. Sie ist sich auch nicht mehr mit Nick Cage, also Power Man, wie wir auch nennen, die haben ein gemeinsames Kind, und da hat es ja immer mal wieder gekriselt, sind so halt auch zwei sehr starke Charaktere, die hauptsächlich durch das Kind zusammengehalten wurden. Und da fliegen natürlich in diesem Heft auch die Fetzen. Also die Zeiten, wo das wirklich als Happy Family durchgegangen ist. Es gab da zum Beispiel ein paar New Avengers Hefte, wo sie drin waren oder sowas. Da war das alles so ein bisschen Happy Family. Das ist auch so ein bisschen vorbei. Also sie ist wieder, ja, mehr oder weniger zurück in der Gosse, muss gucken, wo sie ihre Kohle herkriegt, und nimmt damit wieder Fälle an. Und optisch ist das Ganze quasi nahtlos, weil das Gaydos und Polido wieder gestalten halt, ne? Dasselbe Team wie damals, also es ist im Prinzip genau dasselbe Kreativteam, größtenteils. Und es fühlt sich so an, als hättest du von der alten Alias-Serie in dem Stil was in dem Heft. Heute würde es optisch wahrscheinlich etwas anderer, ein bisschen weniger flächig aussehen. Aber das ist halt der Stil, den man von Jessica Jones gewohnt ist. Und ich denke, auch da hat die Serie wieder als Katalysator gewirkt, ne? Dass da wieder Bedarf ist für diese Serie.
Du wirst viele Bekannte darin wiedersehen. Miss Marvel ist natürlich dabei. Ein paar obskure Superschurken sind dabei, die man sonst vielleicht mal bei Spider-Man oder sowas sieht. Aber sonst nicht großartig. Also das, ja, es ist wirklich Bendis, wie wir ihn geliebt haben, bevor er ein bisschen abgedriftet ist, bevor er vielleicht ein bisschen zu viel gemacht hat. Und das ist auf jeden Fall ein Band, der dem Alias-Fan von damals noch Spaß macht. Mhm. Also es ist nicht so, dass du, manchmal hat man das ja so, es kommt irgendeine Serie, wird erneuert und denkt, was habt ihr jetzt damit gemacht, sondern er zieht das Konzept, wie ich es vorher gemacht habe, einfach weiter durch und es ist sehr, sehr unterhaltsam. Also es ist nichts, wenn man damit anfangen möchte, das zu lesen, da sollte man mit der alten Serie wirklich beginnen. Okay. Aber für die Fans von damals ist es ja, das ist ein Must-Buy. Also das legst du dir dann einfach auf jeden Fall ins Regal und das alte Gefühl ist wieder da, wenn sie ja angetrunken durch die Straßen wippt und manchmal auch nicht so ganz genau weiß, wo sie hin soll mit ihrer Kraft. Ja, also sie ist halt keine richtige Superheldin wie Superman, der das auf einen Millimeter genau bestimmen kann, wenn er zuschlägt, dass er nicht zu hart zuschlägt, weil normalerweise, wenn Superman irgendwen schlagen würde, würde alle zu breit schlagen, sondern die Erklärung ist ja immer, er bremst sich immer. Und das hat sie halt zum Beispiel nicht. Ne? Gut, sie ist auch nicht Superman, dass sie Planeten verschieben kann, wenn sie möchte. Aber es wird sehr eindrucksvoll bisweilen dargestellt, wie das ist, wenn sie dann mal ihre Kräfte einsetzt. Es sind sehr viele lange Gespräche auch, die sie führt. Das muss man auch klar sagen. Also es ist jetzt keine Serie, wo von 24 Seiten 20 Seiten Schlägerei ist. Das nicht. Aber das macht es dann halt auch zum Erwachsenen-Comic. Ja. Ja. Und ja, legt euch das ins Regal. Wenn ihr die Serie noch gar nicht kennt, seht zu, dass ihr auch die alten Sachen davon bekommt. Ja. Und ja, das darf für mich in keiner guten Comic-Sammlung fehlen, ob man jetzt Superhelden mag oder nicht. Na gut, wenn du sagst, das ist ja, oder ist ja auch hinlänglich bekannt, dass es mehr oder weniger verschwimmend ist, also dass es gar nicht, wie gesagt, der reine Superhelden-Comic ist, sondern nur an dessen Rande spielt. Ja, ein bisschen Soap ist auch natürlich mit dabei, aber so, dass es erträglich ist. Gut, allein durch diese Familienverhältnisse wahrscheinlich auch schon, ne? Ja. Ja. So ist es. Apropos Familienverhältnisse, Steffen. Apropos Familienverhältnisse, genau. Da sind wir bei einem zweiten Band, der erschienen ist, nämlich von Die Adoption. Die Adoption hatte ich den ersten Band schon irgendwann mal besprochen in einer früheren Episode und hatte gesagt, wenn der zweite Band erschienen ist, was jetzt auch schon wieder seit Mai soweit ist, wollte ich den auch nochmal besprechen. Und zwar ja, ist der zweite Band, wie zu erwarten war, erschienen. Ist wieder von Citrou und Monon, oder? Monon wird man das aussprechen, wahrscheinlich auf Französisch. Und ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Spoiler, deswegen werde ich mich jetzt hier bewusst etwas oberflächlich halten. Und zwar, was lachst du da so? Weil ich mich immer oberflächlich halte, ich weiß, ja, aber da ist es jetzt ganz bewusst und ganz gewollt so, wahrscheinlich verrate ich jetzt aus Versehen zu viel, nee. Es gab beim ersten Band gab es einen ordentlichen Cliffhanger. Und da war natürlich jetzt die Spannung oder die Erwartungshaltung sehr groß auf den zweiten Band. Was passiert da? Wie geht das weiter? Wie wird das aufgelöst? Und mit dem Gespräch mit dem Horst von Splitter war das, glaube ich, hatte ich damals erfahren, dass das auch so gewollt war, dass eine gewisse Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Band liegt. Also, dass man das hätte nicht so ohne weiteres als Splitter Double herausbringen können. Sondern der Autor wollte das wahrscheinlich tatsächlich so, dass das mit einem gewissen zeitlichen Abstand erscheint. Und nach Lektüre des zweiten Bands muss ich sagen, das ergibt auch absolut Sinn, ja, dass das so passiert ist. Also die Empfehlung an euch, wenn ihr euch beide Bände gleichzeitig zulegt, was ihr tun solltet, weil wenn man den ersten gelesen hat und will man den zweiten auch lesen, lest sie mit ein bisschen Zeitversatz, das ergibt absolut Sinn. Also es wird nicht unmittelbar an die Geschichte angeknüpft. Das vergeht auch im Comic einige Zeit. Und das, was in dieser Zeit passiert ist, wird so ein bisschen nacherzählt im Laufe des Bandes.
Allerdings entwickelt sich der Band in eine komplett andere Richtung, als man es vielleicht vermutet hätte. Also es geht gar nicht mehr so dem Titel folgend um die Adoption aus dem ersten Band. Es konzentriert sich vielmehr alles jetzt auf den Großvater, also der Gabriel. Der begibt sich jetzt auf eine Reise und während dieser Reise muss er für sich gewisse Dinge entdecken, die vielleicht nicht mehr so wichtig sind und andere wiederum, die wichtiger sind. Also, wie gesagt, sehr oberflächlich, sehr abstrakt gehalten jetzt mit Absicht. Lest selbst nach. Es geht in eine völlig andere Richtung. Ein Stück weit überraschend, weil so hätte ich das nicht erwartet. Also ich hätte gedacht, dass da so mit dem Cliffhanger, der da ja angedeutet wird, ein bisschen was ausgefüllt oder erklärt wird oder aufgenommen wird, was aber nur bedingt der Fall ist. Also es, ja, der Antrieb ist da. Also ja, durch diesen Cliffhanger ausgelöst, ergibt sich erst dieser Band oder dieser Schritt, den er da tut, um eine Reise anzutreten. Aber während dieser Reise geht es gar nicht mehr so primär um das Ziel letztendlich, was man noch vermuten würde, wenn man den ersten Band gelesen hat, sondern daraus ergibt sich wieder völlig Neues und völlig neue Sichtweisen für den Großvater, der ja schon im ersten Band sich auf eine völlig neue Situation einlassen musste mit dem Enkelkind, was jetzt plötzlich adoptiert wurde. Ja. Ja. Ich glaube, so kann ich es ganz gut umschreiben, ohne zu viel zu verraten. Ja. Muss man den zweiten Band gelesen haben? Ich finde schon. Weil, wie gesagt, es ist, auch wenn es jetzt nicht die Auflösung bringt, die man vielleicht erwartet, ist es trotzdem eine schöne Geschichte, die zu entdecken ist und die einen daraufhin natürlich ein bisschen überrascht, weil es eben nicht das ist, was man vielleicht erwartet. Ja. Ja. Der Vorgängerband, den finde ich halt ein bisschen stärker, weil der hat mich in vielen Dingen berührt und war ja deswegen auch einer der meiner Comics des letzten Jahres. Der zweite Band ist trotzdem noch sehr, sehr gut und sehr, naja, unterhaltsam an der Stelle mit Vorsicht zu genießen. Also es ist halt, wie gesagt, es ist nicht diese fröhliche Struktur drin, die man noch im ersten Band hatte. Natürlich hast du auch hier deine Comic-Reliefs drin. Also du hast schon markante Gespräche und sowas, aber er ist insgesamt einiges schwerfälliger als der erste Band. Was sich natürlich auch durch die Situation ergibt, wenn man den Cliffhanger kennt, kann man sich das so ein bisschen herleiten, warum das so ist. Wird aber ganz gut aufgelöst und macht Spaß. Dicke Leseempfehlung. Für beide Bände, in beiden Bänden dann auch abgeschlossen. Die Adoption vom Splitter Verlag. Ein Band kostet nochmal ganz kurz 16,80 €. Genau. Das sind deutlich mehr als die üblichen, was weiß ich, 45 Seiten, die so ein Album hat. Ja. Ist noch ein kleines bisschen Zusatzmaterial hinten dran, glaube ich. Ja. Ein bisschen Skizzenmaterial und sowas. Ja. 68 Seiten plus 4 Seiten Zusatz. Also kann man durchaus, also für den Preis mehr als gerechtfertigt. Ja. Ja, ja, finde ich gut, dass du den investiert hast. Kannst du gleich hier lassen. Das ja, freut mich. Das war das mir freut, klar, dass du den auch weiterlesen das möchtest. Das freut mich was sehr. Jetzt sag du doch nochmal kurz deine Meinung zum ersten Band, kurz. Ja. Ohne da jetzt auch zu viel zu verraten. Okay. Es spielt ja so ein bisschen mit, dass man diese Geschichte schon mal gehört hat. Hm. Also, dass der alte, etwas hadernde Mann und Geschichte ist nicht, ne, mehr, ja, ist, der dann ein Kind bekommt, was sein Herz dann erwärmt. Wir haben das zum Beispiel klassisch bei Heidi, ja, wo der Almöhi ja, jetzt mal war auch mein erster Gedanke, ne, damals, plötzlich ein Kind auf die Augen gedrückt bekommt, was er gar nicht haben möchte und dann aber sehr schnell dann Zuneigung dafür empfindet. Oder es gibt auch diesen, ich glaube, er hieß Gran Torini mit Clint Eastwood, mhm,
Ne? Also natürlich kriegt er da kein Enkelkind oder sowas, sondern es geht mehr darum, dass ein alter, verschrobener Mann, leicht rassistisch, dann sich doch mit der, ich glaube, koreanischen Nachbarfamilie und mit dem Jungen dort anfreundet und ist schon herzerwärmend, aber darüber geht die Geschichte doch dann im Endeffekt doch oft hinaus und zeigt auch neue Facetten des Ganzen. Ja. Und ja, es ist schon eine stille Sache und herzerwärmend. Aber wenn ich sage, dass mir sowas gefällt, ist ja nun nicht unbedingt mein Genre still und herzerwärmend, dann will das schon was heißen. Also das ist definitiv ein schöner franco-belgischer Comic. Ja. Ich bin eh ein bisschen überrascht. Du bist hier komplett mit franco-belgisch eigentlich. Bin heute mal komplett franco-belgisch, ja. Was Superheldiges hast du gar nicht gelesen? Komm ich im Moment überhaupt nicht ran. Das Alter dann doch, ja. Na, irgendwie. Ja. Zwar kaufst du immer noch, aber auf sehr kleiner Flamme mittlerweile. Also wirklich nur noch die Standards, Batman und Green Lantern im Grunde. Und ja, aber selbst da bin ich noch weit weg von aktuell. Und Korthosen und Rollkoffer hast du auch schon bestellt, oder? Wenn du jetzt so ein Albenliebhaber bist. Nee. Nee, das nee, dann noch nicht. Ach, dass ich jetzt heute nur Alben dabei habe, ist jetzt eher Zufall. Also es gibt ja da auch noch, ich sag jetzt mal, Graphic Novels oder sowas. Ne? Da gibt es also wirklich genug Sachen, die... Und da habe ich auch noch genug zu Hause, da wird also genug Material da sein für die nächsten Episoden auf jeden Fall. Ich finde, das ist aber auch eine Entwicklung, die man fast überall sieht bei Leuten, die länger Comics lesen, dass die Spannbreite, die sie lesen, einfach breiter wird. Dass manche kommen aus dem Manga und stellen dann fest, es gibt doch noch geile andere Sachen, die nicht Manga sind. Wir kennen jetzt tatsächlich sehr viele aus dem Superheldenbereich, die einfach Superheldensachen über Jahre gelesen haben und dann feststellen, holla, es gibt noch geile Albengeschichten aus Frankreich oder auch, ja, was man als Graphic Novel bezeichnet, dass das einfach ja was Schönes ist, wenn man ein komplett anderes Konzept hat und nicht immer, okay, der Gute haut dem Bösen auf die Maske. Ja, ich meine, zu den anderen Sachen, zu denen ich nachher noch komme, das ist ja eher fast Retro bei mir. Ne? Also von daher. Ja, kommt schon hin. Ja. Was wir natürlich beide gelesen haben und wo wir uns noch nicht drüber unterhalten haben, weil wir einfach in der Zwischenzeit uns nicht gesehen haben. Ich habe den zwar zu Hause, aber gelesen habe ich ihn nicht. Ah, wer hätte das gedacht, Steffen? Es geht natürlich. Mach hier nicht so ein Zinnober. Ja. Es geht natürlich um Zinnober Comics Band 1. Ja. Wir hatten die Serie ja obwohl schon. Drachen drin sehen, was nicht eigentlich, aber naja. Wieso magst du keinen Drachen? Ja, doch. Eben. Ja, deswegen also, müsste ich ihn eigentlich längst gelesen haben. Ja, aber Hausaufgabe für dich bis zur nächsten Folge. Ja. Kannst du das mal lesen, damit wir dann auch bei Band 2 einsteigen? Bis zur nächsten Folge mit dir, das heißt in 10 Monaten. Nein. Nee, also wir hatten das Ganze ja schon mehrfach erwähnt, dass Zinnober rauskommt von Ralf Singh und Thorsten Brochhaus. Die wir beide hauptsächlich dann von Plam Plam Productions kennen, wo der Ralf Singh auch Sachen gezeichnet hat, in War Comics zum Beispiel. Ja. Und die beiden haben sich zusammengetan und haben diesen Comic rausgebracht, der in den USA rausgekommen ist. Und für die deutsche Ausgabe gab es dann eben eine Kickstarter-Kampagne, wo wir auch gesagt haben, hier, die existiert und beteiligt euch. Und ja, also war ein großer Erfolg. Und wenn das mich dazu treibt, mich überhaupt erst bei Kickstarter anzumelden, wo ich mich eigentlich, ja, also normalerweise sage ich ja, Kickstarter da, Patreon hier, Tippi da, bringt mir einfach ein Produkt, was ich gerne kaufen will und dann kriegt ihr mein Geld. So ist eigentlich die Reihenfolge, aber tatsächlich bei Zinnober habe ich diesen mir selbst auferlegten Kreislauf durchbrochen und habe gesagt, okay, das zeichne ich jetzt mal mit quasi und habe mir quasi das Paket bestellt mit einem Hardcover-Band. Und wie war das jetzt so mit der ersten Ja, also es ging relativ doch einfach und ich war eigentlich recht zufrieden. Wie heißt das andere Ding, was es außer Kickstarter noch gibt? Next, irgendwas mit Next, warte mal, Start Next. Ja.
Ja. Ja gut, da gibt es ja. Gibt es diverse mittlerweile, ne? Ich glaube auch, ja. Aber ne, ich glaube, bei Kickstarter musst du zumindest, auch wenn du was Technisches machst, musst, glaube ich, zumindest einen Prototyp mal vorweisen können. Und es gibt andere Kampagnen, wo du einfach nur die Idee reinschmeißen musst. Mhm. Und da finde ich das, dieses Konzept da schon besser. Gut, beim Comic ist es relativ einfach, dann unterm Strich dann doch zu sagen, hier, ich habe schon Seiten und so würde es dann aussehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich will damit sagen, es hat mich schon in den Previews im Prinzip überzeugt, in den ersten Sachen, die da rauskamen. Es geht um ja eine apokalyptische Welt. Die Welt wurde von Drachen überfallen, aber jetzt nicht so, wie wir es aus Herrschaft des Feuers oder es gibt zum Beispiel noch eine Buchserie Mächte des Feuers kennen, sondern wieder ein bisschen andere Art. Mich hat es ein bisschen an Zero Killer erinnert. Zero Kill. Eine alte Image-Serie, die ich sehr mochte, wo New York quasi zerstört wurde, aber es wurde überschwemmt. Mhm. Ne, so von der Atmosphäre war das ein bisschen. Okay. Und wir folgen unterm Strich der Claire, die ja eine Rechnung mit den Drachen zu begleichen hat. Es gibt die Drachen in unterschiedlichen Größen und Formen. Mhm. Und von ganz kleinen, die, sag ich mal, wie so Raptoren so ein bisschen sind. Okay. Und richtig klassische Drachen, wie sie zum Beispiel auch Nick Klein gezeichnet hat für die Serie auf das Cover. Also das sieht auch gigantisch aus. Aber natürlich auch Ralf Singh, der natürlich den Rest der Serie sieht auch wunderbar aus, was er da an Ausgeburten des Feuerspuckens auf das Papier gezaubert hat. Ne? Mhm. Ja. Das Ganze ist im zerstörten London angesiedelt und das Charakterdesign und die Hauptfiguren, die funktionieren halt wirklich gut. Die Claire ist so eine taffe ja, Antwort auf diese Übermacht von diesen Fabelwesen, weil Drache ist ja erstmal, wenn irgendwas 20 Mal so groß ist wie du und Feuer spuckt, dann ist es natürlich schwer beizukommen, aber sie selber ist natürlich auch tough und so funktioniert das Ganze. Es ist auch auf insgesamt 7 Hefte ausgelegt, also 7 US-Hefte, was ich wiederum sehr gut finde, dass es nicht so auf unendlich geht, sondern dass es ein abgeschlossenes Ding ist an und für sich. Also das mag ich immer sehr gerne, wenn ich weiß, auf was ich mich unterm Strich einlasse und dass die Geschichte dann auch rund erzählt wird. Dass das nicht so, ja, also großes Gegenbeispiel ist The Walking Dead. Wenn man da nach, keine Ahnung, 50 Heften Schluss gemacht hätte, wäre es immer noch eine Legende. So sagt man, seit den letzten 100 Heften sagt man ja, so richtig was Neues passiert ja jetzt nicht. Wie gesagt, das Ding ist auf 7 Hefte ausgelegt und wie gesagt, dazu kommen dann 2 Hardcover hinaus. Und den zweiten Hardcover kann man jetzt wiederum auf Kickstarter unterstützen, was ich natürlich schon getan habe. Und das ganze Ding ist damit auch finanziert schon bereits zum Zeit. Also nehmen jetzt quasi Ende September auf, dass das Ganze schon finanziert. Und jetzt geht es darum, je mehr das noch zeichnen, umso mehr Zusatzsachen kommen halt noch rein. Wie Lesezeichen hat er, glaube ich, schon. Oh ja, und zusätzliche Kurzgeschichten von anderen Zeichnern, was ich auch sehr charmant finde, wenn sowas drin vorkommt und das Ganze passiert. Ihr könnt das Ganze natürlich wahrscheinlich bis dahin, weiß ich gar nicht, ob es da läuft, noch, aber guckt einfach mal, wer jetzt sagt, ja, was bringt mir das, wenn ich das erste Hardcover nicht habe? Das Ganze kann man auch bestellen, die Ausgabe, und zwar gibt es sie entweder bei Quimby oder bei comicbuchversand.de. Mhm. Kann man sich das bei beiden bestellen, wenn man da nicht in der Kickstarter-Kampagne dabei war. Oder es gibt natürlich wahrscheinlich auch sehr gut die Möglichkeiten, über einen US-Händler zu beziehen. Das Ganze ist, glaube ich, Scout Comics rausgekommen. Gibt es im Kickstarter nicht vielleicht sogar ein Bundle oder irgendwas? Ich habe mir das noch gar nicht angeguckt. Ja, auch da gab es, glaube ich, was, das ist irgendwie, aber es waren sehr, sehr viele Sachen. Es gibt auch ein paar sehr, sehr kostenaufwendige Sachen, wo man natürlich auch was bekommt. Also du kannst dich zum Beispiel mit reinzeichnen lassen. Solche Sachen gibt es wieder für einen dreistelligen Betrag. Das gibt es dann wieder. Oder wie gesagt, ich glaube, der Hardcover geht auch wieder bei, also wenn du sagst, ich will hauptsächlich das lesen, wie ich das jetzt mache, dann bist du, glaube ich, mit 27 Euro dabei. Und das ist mehr als fair, weil das auch sehr, sehr schön und hochwertig wiederum produziert ist, geht der Preis voll in Ordnung dafür. Ne? Es geht sogar noch günstiger, wenn man es möchte, kann man es nur elektronisch machen, aber letztendlich, wir sind ja Sammler, ne? Nur elektronisch. Ja, klar, das willst du dann schon zu Hause stehen haben. Das auf jeden Fall. Ja. Und kriegst das Ganze natürlich
natürlich auch wieder unterschrieben und alles. Also das ist wirklich Fanservice und der Ralf Singh berichtet auch regelmäßig über den Stand, wenn er ihm über Twitter folgt. Und ja, das ist richtig, richtig gutes Ding. Wir hatten ja beim Comic-Salon mit dem Thorsten auch gesprochen. Mhm. Und dem Chris Kläuber. Warum das Ganze zum Beispiel nicht bei Plan Plan Productions gekommen ist, das könnt ihr euch auch nochmal reinhören in der Folge aus Erlangen. Da haben sie es ganz erklärt, weil man hätte auch sagen, es hätte vielleicht da laufen können. Ja. Aber ich sag unterm Strich, natürlich, Plan Plan Productions ist ein klassischer Heftchenverlag. Mhm. Und das Ganze geht hier jetzt als Hardcover anstatt, das ist einfach ein anderer Ansatz. Also ich kann es nachvollziehen. Wie gesagt, wer es noch nicht davon gehört hat, was ich nicht glaube, weil, wie wir immer wieder darauf hingewiesen haben, der sollte sich das Ganze mal schön zu Gemüte führen und ist ein wirklich gutes Ding und natürlich ist immer gut, auch heimische Künstler zu unterstützen. Ja. Ne, das, und ich sage da ganz bewusst Künstler, ne? Also ich unterstütze nicht um jeden Preis, also ich sehe auch gelegentlich Sachen, wo ich denke, ja, wenn du da noch ein paar Jahre, also ich bin selber unbegabt, aber manche werfen halt auch so Sachen aus, wo ich sage, ja, das könnte ich gerade auch noch und verlangen da horrende Preise für und hier kriegt man wirklich sehr, sehr viel Talent für einen guten Preis und ein gutes Produkt und sowas unterstütze ich. Ja, also wirklich liefert mir was, wo ihr wirklich ein Produkt habt und was fertig ist und dann kaufe ich das. Das und es muss mir gefallen. So, ja. Dann könnt ihr an den Start gehen. Ansonsten, manchen geht es ja sonst wie bei Telltale, ne? Hast du vielleicht schon mitbekommen. Nee. Telltale, also die Firma, die so sequenzielle Computerspiele im Prinzip herstellt, wie zum Beispiel die Batman-Reihe, Zurück in die Zukunft und so weiter, The Walking Dead, hat aufgegeben und diverse Leute entlassen. Also, ja, du sollst mal dein Twitter verfolgen, weil da wurde schon die Frage gestellt, kannst du deinen Batman überhaupt zu Ende spielen? Ja. Na gut, ich habe den ersten Teil habe ich ja zu Ende gespielt. Ja. Den zweiten hatte ich noch gar nicht. Hattest du noch nicht? Ja, also das würde ich auch dringend von abraten, dass du dir den zulegst. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Wie gesagt, schaut mal, wenn ihr Zinnober googelt, werdet ihr auf jeden Fall Zinnober Comic, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ja, aber dafür gibt es ja den Podcast, damit du mir sowas erzählst. Ja. Ja. Ja, du bist doch bei Twitter gucken. Doch, du bist bei Twitter angetwittert worden zu dem Thema. Wir haben schon drüber unterhalten. Ja. Ja, sowas. Ja. Ja. Naja, gut. So ist es. Okay. Ja, mach du ruhig weiter. Du hast deutlich mehr. Ja, gut. Ich muss ja nicht alles hier durchziehen. Ne? Was ich auch gelesen habe, ist die Serie. Eine Fortsetzung. Ja, wieder eine Fortsetzung. Und zwar ist das, hat aber sehr lange gedauert. Also, ein bisschen schweinig, meine Damen und Herren. Ja, jetzt wird es wirklich schweinig, denn es handelt sich um die Serie Contro Natura, tierisch-menschlich, von Mirka Andolfo. Italienerin ist es. Und den ersten Band hatte ich ja schon besprochen. Es geht wieder um Steffens Lieblingsfetisch-Thema vermenschlichte Tiere, also anthropomorphe bla ja. Geschichte. Und so schlimm bin ich da gar nicht. Gibt's ganz andere Kandidaten. Also, ja, aber so ein bisschen. Zum Beispiel im August war jetzt wieder die Yoboference. Sagt ihr das was? Ist das, wo die sich alle so auch so verkleiden? Ja. Ja, ja, gut, jedem sein Fetisch. Ich war in Berlin und ja, ein Kollege von mir ist da halt dabei. Und als was hat er sich verkleidet? Nee, noch gar nicht. Der ist noch relativ am Anfang, der hat noch kein eigenes Fell. Also der hat ein eigenes Fell, das reicht eigentlich. Na gut. Ja. Ja, von merkwürdigen Nee, ich weiß ja nicht, ob das ein Fetisch ist oder. Ich meine, du hast Cosplayer, du hast die Richtung, die halt ein bisschen ausgeprägter ist. Ja. Macht, wozu ihr Spaß habt. Ja, das ist quasi das Gegenteil, was die Regierung in diesem Buch hier sagt, weil die Regierung in diesem Buch sagt ja zum Beispiel, also es gibt unterschiedliche Tierrassen hier drin, es gibt Schweine, es gibt Wölfe, alles was man so aus... Nicht untereinander, ne? Die dürfen sich nicht untereinander paaren und es wird relativ strikt getrennt und wenn man sich verbandeln will, dann übernimmt das, wenn das nicht von selber so größtenteils klappt, dass man, dass zum Beispiel der Wolf sich mit dem Wolfpaar, dann übernimmt das einfach mal der Staat und sucht dir einen schönen Partner aus und das Ganze ist auch da passiert und ja,
letztendlich geht es dabei um Leslie, die, wie du schon sagtest, eine Sau ist, ne? Also ein weibliches Schwein. Und am Ende des letzten Bandes, am Ende des letzten Bandes, wo sie auch zwangsvermittelt werden sollte, dann aber vielleicht doch ja Träume bekommen hat, plötzlich von so einem Wolf, dachte man, na, was wird hier gleich wieder passieren? Ist es passiert, dass sie festgestellt hat, wo das herkommt? Und zwar ist in ihr quasi ein bösartiger Wolfsgott erwacht, und sie ist auf der Flucht vor so einer Geheimorganisation, die sie verfolgt. Und also ist komplett, wirst komplett aus der Bahn geworfen, weil du jetzt einfach nicht weißt, was da jetzt weiter passiert. Ja, also sie kommt mitunter bei Freunden. Aber diese Geschichte mit diesem Wolfsgott, also es ist ein weißer Wolfsgott, der sie befallen hat, die lässt sie die ganze Zeit nicht los. Und ja, dann gibt es auch noch so merkwürdige kleine Drachenwesen. Und plötzlich ist sie so ein bisschen was wie der Staatsfeind Nummer 1. Also sie wird verfolgt und muss in den Untergrund gehen. Was natürlich sehr auffällt in der See, ist halt, wie es gezeichnet ist, ne? Weil die Mirka legt da schon großen Wert, dass die Leslie möglichst kurvenreich auch gestaltet ist, also in der ganzen Darstellung. Also es ist jetzt, würde ich ja definitiv nicht unbedingt für Kinder ausgelegt. Das ist ja immer, man assoziiert das vielleicht von Disney und was weiß ich, Fix und Foxy von früher damit, dass solche Sachen, wo Tiere abgebildet sind, unbedingt für Kinder sind. Das ist hier definitiv nicht so. Ja, also das gut, anderes Beispiel dafür ist ja halt nun auch schon Black Set, ne? der auch nicht für Kinder gedacht ist. Ist dem zum Beispiel ein bisschen ähnlich von dem Umfeld, ja. Also das merkt oder man halt. Oder Solo, der auch nochmal in eine ganz andere Richtung ging. Ja. Ja. Exakt in diese Kategorie fällt das Ganze rein, bloß halt, wie gesagt, der Fokus ist hier doch sehr, sehr häufig auf dem Dekolleté der Protagonistin. Ja, kann man jetzt mögen, also weiß ich nicht, ja. Mir ist es manchmal, also ich will nicht sagen zu viel, aber ja, also manchmal hätte ich mir da handlungstechnisch noch ein bisschen mehr gewünscht, als es letztendlich hier ist. Okay. Trotzdem sieht das Ganze natürlich schon sehr, sehr gut gezeichnet aus halt, ne? Also es ist jetzt noch nicht auf Blackset-Niveau, aber trotzdem haben sich schon eine Menge Mühe gegeben und ich hätte gerade auch, ich habe es ja schon im Prinzip enthüllt, dass der Wolfsgott auch so ein bisschen in ihr ist, hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet. Also ich hätte eher gedacht, das läuft dann auf so ein Liebesding hin, wo sie sich dann hingezogen fühlt, plötzlich zum Wolf und dass das dann so ein Social Justice Ding wird halt, ne? Dass man sagt, das ist eine Allegorie darauf, dass Rassismus oder Homophobie oder sowas, solche Dinge, die wurden ja im Band deutlich mehr angesprochen, also im Band 1 deutlich mehr angesprochen, als das jetzt hier der Fall ist. Okay. Und da bin ich eigentlich auch sehr froh drüber, weil das wäre zu einfach gewesen, um das Ganze zu lösen. Also es wäre dann zu, ja, okay, unterschiedliche Rassen, unterschiedliche Hauptfarben, unterschiedliche Geschlechtsbevorzugungen und so weiter und so fort. Das hätte ich mir wäre mir zu billig gewesen, ehrlich gesagt. Stattdessen geht es hier dann doch ordentlich zur Sache. Es wird auch nicht mit Blut und Gewalt gespart. Und ja, auch da kann man jetzt nicht allzu viel sagen. Aufgelöst ist das Ganze noch nicht. Die Serie geht weiter. Ah, und, nicht der letzte Band. Nee, ist noch nicht der letzte Band. Und es lohnt sich auf jeden Fall einzusteigen, wenn man dann auch so ein Faible dafür hat. Also ist, wie gesagt, da bist du eigentlich du eher für bekannt als ich. Mhm. Ne? Aber wer Black Set möchte. Bin ich irgendwie im Moment noch nicht so richtig rangekommen. Also ja. 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 Doch zu wenig Dekolleté. Nee, ach, nee, das. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja. Ein bisschen Matrix-Atmosphäre hat es auch, wobei natürlich nicht mit dieser Realitätsverschiebung gearbeitet wird. Aber
Ja, also ich bin erstaunt, dass es Panini überhaupt rausgebracht hat. Also das hätte ich tatsächlich, sowas hätte ich eher bei Splitter vermutet. Auch mit dem ganzen Zusatzmaterial, was drin ist, es gibt Pin-Abzeichnungen natürlich, diverse von der Protagonistin, die ganz gelungen sind. Ja, also das ist auch da ein sehr gelungenes Ding, aber preislich schlägt er natürlich auch mit 22 Euro. Ja, ich glaube, ne? Das ist auch so ein bisschen bei das mir die Hemmschwelle an der Stelle einfach. Ja, also das, ich weiß nicht, kannst du die Mirka Andolfo, die hat ja auch vom Namen her schon, ja, aber die hat ja auch bei DC gezeichnet, Wonder Woman, Harley Quinn. Diese Bombshells, ne? Ja, und Titans, und also Teen Titans, Green Arrow, also alle Sachen, die so ein bisschen, ja, cartoonig auch rüberkommen, so, ne? Das wo das Ganze dann gut hinpasst. Und ja, also es ist auf jeden Fall hochwertig. Ich vermute halt nicht jedermanns Sache. Ja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz klar darüber. Ich müsste es wahrscheinlich einfach mal lesen. Ja. Aber, ja. Jo, also was in die Superheldenrichtung jetzt doch mal so ein bisschen zumindest geht, wenn auch nicht so wirklich, ist der Punisher. Und zwar hat Garth Ennis ja auch die Figur geprägt, wahrscheinlich wie wenig andere in der ganzen Zeit. Und seine Runs sind natürlich legendär. Da kam jetzt doch mal wieder was Neues raus. Und zwar war das Punisher Platoon. Wir haben ja in Punisher Born quasi festgestellt, wie die Origin des Punishers ist. Obwohl das natürlich immer wieder umstritten ist. Also Punisher Born spielte natürlich auch schon in Vietnam. Und beim Punisher hat man es auch noch so gelassen, dass das im Gegensatz zu Iron Man, da hat man es ja dann seine Origin auf den Irakkrieg umgeschrieben. Bei Punisher ist es aber nach wie vor der Vietnamkrieg. Und eben in diese Zeit führt uns die Geschichte Punisher Platoon, auch in sich abgeschlossen, wieder als Trade, übliche 1699. Und zwar diese Geschichte spielt tatsächlich noch vor Punisher Born und erzählt quasi, wie Frank Castle zu seinem ersten Kommando gekommen ist. Also kriegt quasi, also er ist Second Lieutenant und er muss einen kleinen Außenposten im Dschungel Vietnams sichern mit seinen Leuten. Und wir sehen Frank Castle, ja, der sehr, sehr pflichtbeflissen ist, wenn man das so sagen kann. Und er versucht, so wenig wie möglich Risiko einzugehen. Das bedeutet in dem Fall, dass es zum Beispiel eine Szene gibt, wo er, um seine Männer zu schützen, einfach mal mit Kanonen auf Spatzen schießt. Da gibt es nämlich ja so einen kleinen Angriff und er ordert da gleich das volle Paket, um mit dem Feind umzugehen. Also er möchte nicht, dass die quasi, wie soll ich das sagen, in einem ausgeglichenen Kampf irgendwie sich den Vietcong stellen, sondern er sorgt stets dafür, dass die Überlegenheit haben. Ein Problem hat er dabei mit dem M16 ist es, glaube ich, also dem US-Gewehr, was die damals hatten. Und da schafft das dann aber so ein bisschen über Schwarzmarkt bei den Amis doch ein paar russische Gewehre zu bekommen. Ne? Also das, er ist da schon sehr akribisch in dem, dass er versucht, seine Kameraden zu schützen, aber das schafft er nicht. Wie es für Ennis typisch ist, hat er auch so eine kleine Gegenspielerin bei dem Vietcong, und zwar ist das eine jüngere Scharfschützin, die sich vorgenommen hat, die amerikanischen Eindringlinge, was sie ja unterm Strich auch irgendwie sind, ne? Also ich meine, es ist nicht Amerika, sondern Vietnam, wo die sitzen, aus dem Land zu vertreiben, und die mit ihrem Scharfschützengewehr der Truppe dann das Leben doch sehr schwer macht. Anders als in anderen Miniserien von Ennis hat er sehr auf Schockeffekte und so abstruse Gegner verzichtet. Also es gab es ja sehr oft, dass er gerade in den New York spielenden Geschichten sehr abstruse Mafiosis und sowas erfunden hat.
gegen die der Punisher dann kämpfen musste. Also es war schon fast dann so ein bisschen auf Preacher-Level das Ganze. Und das geht hier aber komplett verloren. Also es ist schon eine fiese, ja, fiese Kriegsgeschichte, wie sie in den 60ern und 70ern auch bei Marvel und DC rausgekommen ist. Also gab es ja diese typischen Kriegsgeschichten hier mit Howling Commandos und sowas. Mhm. Und das in diese Bresche schlägt das rein. Ja, also das, ja, man merkt halt für ihn, da zeigt sich schon, dass der Zweck für ihn die Mittel heiligt. Also wie gesagt, wenn er sich einen Vorteil erlangen kann, dann nimmt er auch alles und gibt auch alles für seine Männer. Dazu passt natürlich, wie der Zeichner, der Parloff gezeichnet, also hat mir jetzt in dem Sinne erstmal nichts gesagt, Goran Parloff, wie der das Ganze aufgefasst hat, also sehr auch in so einem Stil gehalten, wie das, ja, ich will nicht sagen, schon in den 70ern Comics sein könnte, aber es sind jetzt keine großen Computereffekte, es ist schon sehr flächig alles und es passt aber sehr gut zu dem, was Ennis da erzählen will, ja. Mhm. Man kann Parloff kann man zum Beispiel auch bei Barracuda, ist ja auch so ein Gegner von Punisher gewesen, mhm. Da hat er auch schon gezeichnet, also dieser Barracuda, dieser sehr große Afroamerikaner mit den Goldzähnen, ja, also das ist eigentlich auch eher so ein bisschen Bond Bösewicht-mäßig, aber das hat er zum Beispiel auch gezeichnet oder den Fury Max damals. Man merkt halt, dass der Parloff jetzt immer wieder da so ein bisschen in dem Punisher-Bereich rummacht. Das war ja eigentlich was Steve Dillon vorher vorbehalten ist, der leider von uns gegangen ist. Mhm. Aber auch da macht er einen guten Job. Auch hier muss ich sagen, dass wenn du was komplett ausgeflipptes, Superheldiges willst, ist es nicht ein Comic. Mhm. Das ist wirklich was, wenn du ja, eine klassische Kriegsgeschichte, wie ja, so ein bisschen in die Bresche schlägt von Good Morning, also dem Film Good Morning Vietnam und solche Sachen oder der Serie Dienst in Vietnam, auch ein sehr schönes Ding gewesen, oder Platoon. Mhm. In diese Richtung geht das Ganze, nur halt mit einem Frank Castle, der noch nicht alle Tricks aus dem Superhelden-Business oder Super-Schurken-Business drauf hat, sondern der noch wirklich als Army und ehemaliger Polizist unterwegs ist und dann wirklich mit dem versucht, mit dem Vietcong aufzuräumen. Mhm. Ja. So ist es. Also Polizist war er da schon im Grunde, oder was? Polizist war er vorher. Ah, okay. Mhm. Na, er musste ja dann nach Vietnam. Okay. Beide die gleiche Idee gehabt. So, ja. Historisch ist eine Serie, die ich auch immer mal wieder lese, aber tatsächlich nur, wenn ich die Sachen einigermaßen günstig kriege. Okay. Weiß auch nicht, warum das bei der Reihe so ist, dass der immer wartet, dass ich da irgendwie einen Schnapper mache, irgendwie auf eBay oder wo auch immer. Und zwar ist das die Serie Der Wüstenfalke, okay, von Comic Plus. Das ist eine Serie, die im Ersten Weltkrieg spielt. Und natürlich gibt es bei diesen, die ersten beiden Bände von der Wüstenfalke hatte ich ja schon durchgesprochen. Und immer bei Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg gibt es natürlich, wenn auch Deutsche positiv dargestellt werden oder als, nicht als die klassischen Schurken, wie wir es von Marvel und DC kennen, mein Leben, gibt es da immer Vorwürfe, dass das hier irgendwie verherrlicht wird. Das kann ich bei der Serie nicht sehen. Denn Hauptperson der Serie ist Ali. Das ist ein Tunesier, der Pilot werden möchte. Mhm. Das Ganze hatte ich damals schon kritisiert, dass es ein bisschen komisch ist, dass jemand jetzt aus der nordafrikanischen Wüste dann sich im Zweiten Weltkrieg quasi einen Simulator baut, in dem Simulator lernt, wie man Kampfflugzeuge fliegen kann und das dann auch machen darf. Ja? Also es verschlägt ihn dann auch, sage ich mal, über das Mittelmeer nach Italien und er kann sich... in Sizilien quasi auch dazu bringen, dass auch da wieder bei den Engländern Flugzeuge fliegen darf halt. Ne? Hm. Und
ja, es wird, für mich wird es immer abstruser, weil jetzt hören wir langsam, ja, der Ali, der hat vielleicht doch einen deutschen Vater, wir wissen es nicht ganz genau, und er versucht jetzt unterm Strich nach Deutschland zu kommen, aber natürlich möchte er mit Aisha, das ist seine Freundin, mit der er sehr gut zurechtkommt, möchte auch wieder zusammenkommen, und selbst die schafft es, irgendwie dann nach Sizilien zu kommen, wo sie sich wiedersehen. Also für mich sind das einfach, ab einem gewissen Punkt sind mir das einfach zu viele unvorstellbare Sachen. Also erstens, dass, wie gesagt, jemand aus Nordafrika innerhalb von wenigen Jahren, der potenziell nicht lesen und schreiben kann, plötzlich in der Lage ist, ein Kampfflugzeug zu fliegen, egal ob es jetzt ein englisches ist oder ein deutsches. Und dass er dann auch so komplett da gleich akzeptiert wird und ja, mach das doch mal, das ist alles ein bisschen weit hergeholt. Man liest es, aber es ist halt sicherlich nicht historisch bedingt oder irgendwas, sondern es ist kein Kriegsfilm, sondern es ist fast eher so, ja, ich will nicht sagen ein bisschen Fantasy, dadurch, dass er das alles schafft und wie er das schafft und dass er sich mit Leuten, dass er vielleicht im Dogfight dann auch mal jemanden abschießen kann, der einfach viel, viel länger Erfahrung im Fliegen von Kampfflugzeugen hat. Also das sehe ich dann doch ein bisschen kritisch. Die Serie nutzt es natürlich, wie es bei allen Fliegerserien ist oder auch bei allen Autoserien, wenn du diese Rennfahrerserien oder sowas, nutzen sie ja immer sehr detailliert die verschiedenen Flugzeugtypen darzustellen, und für Fans des Ganzen, also die sich für alte Kampfflugzeuge interessieren oder ist auch mal ein Bomber dabei oder so, da mag das alles gut funktionieren, bloß es ist halt nicht realistisch. Also er schafft dann sogar nach Deutschland zu kommen, und das ist alles doch sehr, 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 sehr abstrus, was da geht. Also es ist mir zu weit weg und hergeholt. Am Anfang fand ich es noch ganz unterhaltsam. Und ich werde wahrscheinlich auch, trotz dass es jetzt natürlich von mir relativ stark kritisiert wird, zu Ende lesen. Ich glaube, es gibt noch ein oder zwei gibt es davon noch. Aber es ist halt einfach, sie kommen zu den Gebirgsjägern und dann fliehen sie vor denen in einem Schlauchboot. Also das sind schon fast Szenen, wie wir sie eher bei James Bond sehen, als jetzt, wo ich denke, ja, Mann, du bist Kampf. Ja, also es passt halt vieles nicht, ne, in der Serie. Also es ist sehr, sehr, es will nicht abgefahren sein, ist es durch diese ganzen Zufälle, die da aber passieren. Das ist ja konstruiert dann. Ja, ah, also okay. das ist einfach, es ist einfach, wie gesagt, ist ja auch schon 5 Jahre jetzt wieder alt, die Serie, also zumindest dieser Band. Und optisch will ich da gar nicht sagen, Franz Zumstein hat das auch wirklich gut gezeichnet, wie man sich das bei so einer Serie halt auch vorstellt. Aber jetzt vom Schreiberischen her hätte ich einen realistischen Ansatz vielleicht doch eher zu schätzen gewusst. Okay, da kann man natürlich sagen, dann wäre der Ali als Hauptfigur wahrscheinlich in seinem Dorf in Tunesien geblieben. Ne? Sag ich ganz klar, statt sich am Flugsimulator selber das Fliegen eines Kampfflugzeuges zu zeigen. Aber ein bisschen weniger hätte der Serie gut getan. Ich will natürlich trotzdem wissen, wie es ausgeht. Ich werde mir den nächsten Band schon noch irgendwie mal kaufen. Aber das ist jetzt auch keine Serie, die Priorität bei mir besitzt, dass ich jetzt sage, ich muss das jetzt, es ist so spannend, ich muss jetzt zunächst lesen, sondern einfach dadurch, dass es zu unrealistisch wird, hat es mich so ein bisschen verloren. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja. Weiter geht's mit. Ach so, muss ich da jetzt einen Jingle machen für? Nee, das ist kein Jingle. Nee, ist schon klar, aber Neues. Nein, Neues aus Trigern hast du auch. Neues aus Trigern hätte ich theoretisch auch, wobei das schon natürlich ein bisschen her ist. Aber das hebe ich mir für einen anderen Zeitpunkt aus. Okay. Aber es gibt natürlich keine Comic-Cookies-Folge, wo ich dabei bin, ohne Don Lawrence. Okay.
aber diesmal halten sie sich nicht um Triggern, sondern um Karl der Wikinger. Karl der Wikinger hatte ich schon die ersten beiden Bände vorgestellt. Karl der Wikinger ist quasi noch eine etwas ältere Serie. Gerade wo du das schon wieder aufschlägst, ist das mit dem Größenverhältnis natürlich sehr komisch, gell? Was meinst du mit dem Größenverhältnis? Nee, guck mal, was da oben für ein weißer Rand ist. Ja, das... Wie war das Leuchter? Da waren irgendwelche... Da waren teilweise Titel drin, ja. Titel drin. Ja, also Karl der Wikinger ist, wie gesagt, eine Serie, die schon, wo schon zwei Bände erschienen sind bei Panini und eine Frühserie von Don Lawrence in Schwarz-Weiß, in einem englischen Magazin erschienen seinerzeit und ja, typische Wikinger-Geschichten und ja, es, wie du schon bemerkt hast, ist der Schnitt der Seiten etwas ja, wunderlich, muss man sagen, ja, weil gelegentlich die titelgebenden Sachen rausgeschnitten wurden. Also es wurde so geschnitten, dass es so aussieht, als wäre es eine durchgehende Story, aber tatsächlich sind immer zwei Seiten erschienen und deswegen hat man hier doch des Öfteren mal weiße Flächen. Es ist jetzt, möchte man es als durchgängig, also mich hätten die Kapitelangaben da nicht gestört oder die Angaben oder die Titel darüber. Bei Prinz Eisenherz zum Beispiel funktioniert das ja auch sehr gut. Natürlich, da ist alles koloriert und das ist hier halt nicht der Fall, aber mich stört das nicht. Stattdessen hat es mich wieder sehr erfreut, weil sich hier Don Lawrence auch so ein bisschen austoben durfte. Das hat zwar nicht der Butterworth geschrieben, wie es bei Triggern ist, sondern Ted Cohn. Aber auch er setzt schon schnell mystische, übernatürliche Elemente rein. Zum Beispiel in der ersten Story, ja, da kommen plötzlich, werden seltsame Samen in das Wikingerland getragen, also so Kugeln mit Flügeln. Die schlagen auf dem Boden auf, natürlich. Und daraus wachsen, wie so kleine Hände, Pilze. Ne? Die Wikinger, denen geht es gerade nicht so gut und da sagen, ja, wir hungern ein bisschen, es gibt nichts zu beißen. Aber diese Pilze, die ein bisschen aussehen wie kleine Hände, das wäre genau die richtige Pilzfalle, die wir uns jetzt reinziehen können. Also es könnte halt auch auf Triggern spielen. Ne? Das ist ganz klar. Die essen das und die Pilze haben natürlich eine bösartige Eigenschaft, indem sie jedem, der sie konsumiert, ja, zu einer bösartigen Version von sich selbst machen. Was dann dazu führt, dass ich einen ersten Anführer und dann aber ein ganzer Ort gegen Karl dem Wikinger auflehnt. Und er muss dagegen ankämpfen, aber auch die Pilze fangen an, sich zu vermehren und auch dagegen muss er ankämpfen. Ja, ihr merkt schon, das Ganze geht auch hier nicht in eine realistische, historische Betrachtungsweise. Bei der Serie verlange ich das aber auch gar nicht. Bei der Serie ist es genau richtig, wie ich das erwarte. Es ist Übernatürliches drin, es ist keine klassische Wikinger-Geschichte. Da kann man sicherlich Northlanders eher dafür lesen als sowas, ja. Aber letztendlich ist es natürlich auch so, dass wir sowas lesen, oder dass ich diese Serie lese, weil es einfach geil aussieht, was dann Lawrence da aufs Papier zaubert und das wirklich nahezu jedes Panel hat irgendwie Coverqualität. Also gerade an den Händen hat er sich ausgelebt, an Schiffen und an Waffen, ist alles sehr, sehr detailliert, auch wenn nicht alle Panels, das muss ich auch ganz klar dazu sagen, hoch auflösend sind. Also natürlich, du musst das alte Material rekonstruieren. Und das ist nicht immer gelungen. Also es gibt hier auch gelegentlich Panels, wo dann einfach das Ganze weniger detailliert ist, wo es aussieht, als wäre einer, wo das Material einfach, was zur Verfügung stand, um das Ganze zu rekonstruieren, nicht so gut war. Das hält sich aber in Grenzen und die Investition auch beim Schwarz-Weiß-Band lohnt sich trotzdem, wenn man Freund von ja, großartigen Zeichenkünsten dann halt auch, ne? Das, das Ganze wird nochmal vertieft in der zweiten Geschichte, die heißt El Sarit, der Gnadenlose. Da verschlägt es nämlich die Wikinger nach einem Angriff von eben diesen in wüstenähnliche Gefilde, wo El Sarit, der Gnadenlose, passenderweise auch wieder mit einem Wolfsumhang
zu kämpfen hat. Ja, also Karl verfolgt dann Elzarit, er will sich rächen dann dafür. Und auch da wird es teilweise wieder ein bisschen mystisch, dass wir sehen, ja, wie viel ist er jetzt wirklich Wolf? Oder aber das sind einfach Elemente, die wir schon in der Serie hatten. Ne, also gab es schon anderen Gegner, wo das Thema war, dass da was verwischt ist, ob er jetzt ein Tier ist oder ist er Mensch. Und eben das passiert hier wieder. Offensichtlich gab es große Freunde von diesem Konzept bei der Leserschaft und da hat man sich entschlossen, sowas nochmal ähnlich zu machen. Ne? Optisch wieder komplett super zum Austoben. Er darf da zum Beispiel auch Tiere zeichnen. Er malt ja sonst sehr, sehr gern Monstren. Hier hat er sich dann eher auf die Tierwelt Afrikas beschieden, das mit wirklich allem, was da so kreucht und fleucht. Ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen. Es kommt mal ein Hai vor, Flusspferd und so weiter und so fort. Und da konnte er sich wieder austoben an der Serie. Auch das ist ganz klar wieder so ein Fan-Ding, wo ich sage, ich finde halt geil, wie es aussieht. Mhm. Gar keine Frage. Davon wirst du einen Superheldenleser, der nur das liest und solche Geschichten auch haben wird, nicht abziehen. Aber wenn du jemanden hast, der wirklich sagt, hier hat jemand Zeichenkunst an den Tag gelegt, dann bist du bei Dan Lawrence auf jeden Fall ganz klar. In welchen Abständen ist das dann früher erschienen? Weißt du das? Ja, du sagst, das ist so detailliert. Das wird gezeichnet. Ja, also es sind immer Doppelseiten und wahrscheinlich im zweiwöchigen Turnus. Also es gibt, ich weiß es jetzt leider nicht, wie bei Trigan, dass es immer sehr gut beschrieben von wann bis wann. Hier steht es bestimmt auch in den umfangreichen Bonusmaterial mit dabei, aber ich habe es jetzt leider nicht so spontan auf der Pfanne. Ist halt natürlich zum Beispiel, hier sind Sachen drin aus dem Jahr 1959, das muss man sich auch vor Augen halten. Ne? Also da gab es noch keinen Spider-Man und keine Fantastischen Vier. Ja? Also klar, es gab Superman, Batman, alles okay und Flash und alles, aber das ist halt auch ein typisches englisches Ding hier. Ne? Das merkt man auch. Ne? Aber wie gesagt, ich finde es klasse, dass Panini das bringt, weil das ja tatsächlich auch wirklich so ein spezieller Geschmack ist. Und ich hätte mir das Ganze schon vor Jahren, da fand ich aber die Nachdrucke, die englischen, sehr teuer noch. Und das Ding hier für 20 Euro, das sind auch sehr, sehr viel, also das sind auch wieder 80 Seiten. Ist es auf jeden Fall, gehört in jede Don Lawrence-Sammlung einfach rein. Ja, also nicht nur Storm und Trigern, sondern das ist sicherlich was sich da jeder auch ins Regal stellen möchte. Mhm. Ja. Aber du hast ja auch noch ein paar Alben, Steffen, ne? Naja, ich wollte nur kurz was ergänzen, weil du gerade gesagt hast, wunderlich. Ne? Hast du am Anfang das... Ja, ich höre ja zu. Ja. Wollte ich kurz einen Podcast-Tipp loswerden. Ja. Und zwar macht der Herr Wunderlich, also der Oliver Wunderlich, gemeinsam mit der Ellen Anders ein gemeinsames Podcast-Projekt, das nennt sich das Morgenradio. Mhm. Und da gab es eine Episode, die möchte ich hier wärmstens ans Herz legen, die nannte sich der deutsche Robin. Der erzählt Oliver von seinen Versuchen, der erste deutsche Robin zu werden. Ja? Weil er war damals natürlich als Jugendlicher hat er, oder als Junge hat er natürlich auch Batman-Comics gelesen und war so inspiriert von Robin, dem Wunderknaben, dass er selber beschlossen hat, ja, dann wirst du halt der deutsche Robin. Ja. Und ob das geklappt hat, könnt ihr in dieser Episode nachhören, die würde ich hier natürlich verlinken. Das Konzept bei Morgenradio ist ein bisschen ein anderes, es ist eigentlich ein Podcast, den man bezahlen sollte, aber es gibt auf jeden Fall Probe Folgen zum Hören und die könnt ihr euch raussuchen, 5 Stück an der Zahl und ja, hört da einfach mal rein und wenn es euch gefällt, abonniert das Ganze, verdient haben es die beiden auf jeden Fall, ist mein tatsächliches Morgenradio, hat mein herkömmliches Morgenradio ersetzt und teilt sich den Platz ein bisschen mit dem Anerzählt-Podcast, also es ist auch ein relativ kurzes Format, relativ eine halbe Stunde lang und ja, passt daher super für den Weg zur Arbeit und ist genau auch für den Zweck abonniert. Ja. Genau. Wer hat noch in seiner Jugend verschiedene Dinge probiert?
Das Büro war das. Und zwar gibt es, wir hatten ja vor einiger Zeit, hatte ich ja schon mal ins Büroband rezensiert hier. Und ich habe mir jetzt ein bisschen vorgenommen, einfach mal zumindest mal diese Sonderbandreihe, auf jeden Fall, also diese Spirou und Fantastisch Spezialreihe, so nach und nach durchzugehen. Auch da habe ich nicht alle Titel. Das ist bei Spirou und mir ist das so ein bisschen das, das zieht sich so durch. Da habe ich nie von einer Reihe komplett alle Titel. Aber ja, da suche ich mir halt natürlich vorrangig die raus, die mich erstmal zeichnerisch überzeugen können oder die auch thematisch einfach passen. Und das hat bei Spirou Porträt eines Helden als junger Thor. Das ist einer der ersteren, glaube ich, mit. Super gepasst, weil da war beides sehr interessant, nämlich die Zeichnungen, die von Emile Bravo stammen, und die Thematik. Natürlich geht es hier um einen sehr jungen Spirou, wie der Titel schon verraten lässt. Und das Ganze spielt relativ originalgetreu in der Zeit auch, wo, als Spirou entstanden ist damals. Und hier also kurz vorm Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erzählt es so ein bisschen davon, ist also wirklich ein Rückblick in vielerlei Hinsicht, weil es dann auch das erste Aufeinandertreffen von Spirou und Fantasio beschreibt. Aus der Sicht von Emile Bravo natürlich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das damals, weil es war ja, also Spirou stammt ja von jemand anders als von Franquin, ne, ursprünglich. Ich müsste jetzt auch nachgucken, wer es jetzt ursprünglich, was eigentlich war, steht aber auch alles da hinten in den im Appendix mit dran oder mit drin. Genau. In die Richtung geht es ganz. Also er hat gesagt, er möchte den Jungsbüro darstellen. Er hatte auch mal eine Kurzgeschichte schon für irgendein Jubiläumsband beigesteuert, die so ein bisschen als Vorgeschichte für das ganze Album gesehen werden kann. Denn da wird auch so ein bisschen erklärt, wie Spirou in das Hotel Moustique kommt, in dem er ja dann praktisch auch während dieses Bandes arbeitet. Und in diesem Hotel gastieren praktisch verschiedene Fraktionen, und zwar zum einen mal die Deutschen, also Vertreter der deutschen Regierung der damaligen Zeit, und auch Vertreter der polnischen Regierung der damaligen Zeit. Und die sind in diesem Hotel so ein bisschen am Aushandeln, wie die Verbindungen zwischen beiden Ländern sein könnten während des Krieges. Und im Grunde wird seitens der Deutschen offen mit Krieg gedroht, den Polen natürlich gegenüber, weil sie wollen ganze Städte praktisch für sich einnehmen, weil die halt militärisch sinnvoll für die sind. Ja. Und da wird es ein bisschen drüber verhandelt das ist im Grunde das Hauptziel dieses Treffens, dieser Fraktion. Und wie man sich das so vorstellen kann, läuft das Ganze natürlich nicht reibungslos ab. Und Spirou spielt so ein bisschen den mehr oder weniger erstmal stillen, bisweilen naiven Beobachter des Ganzen. Und bis er dann Mädel kennenlernt, die davon von diesen Entscheidungen dann unmittelbar betroffen sein würde. Und daraus entspinnt sich so ein bisschen so ein allererstes Abenteuer im Grunde von Spirou, wie man es sich so vorstellen könnte. Fantasio hat eigentlich eine ganz andere Position noch inne in dem Ganzen. Ja, er ist Reporter, und er ist aber eigentlich der Boulevardreporter von dem Blatt und ist eigentlich hinter ganz anderen Informationen her aus dem Hotel, nämlich dort steigen auch die Stars und Sternchen ab, und das ist auch hier der Fall. Und da ist Fantasio natürlich erstmal eher daran interessiert, was die da so treiben oder weswegen die da so sind, oder natürlich an pikanten Storys interessiert, bis er dann auch eher so zufällig Hals über Kopf mit in diese Geschichte reinstolpert, weil er sich halt irgendwie nicht zurückhalten kann und
immer wieder versucht, den Spirou praktisch als seinen Informanten anzuwerben. Ja, ja. Das ist so im Grunde der Storybogen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also Emile Bravo ist jetzt ein Zeichner, wo du jetzt sagen würdest, wahrscheinlich das ist genau mein Ding, ne? Also es geht genau in meine Richtung. Muss ich jetzt nach der Lektüre des Bands hier auch zugeben, dass es so ist. Hatte ich aber am Anfang so ein bisschen meine Probleme mit, weil das so ein bisschen, naja, nicht ganz so mein Funny-Stil war. Aber ich habe mich jetzt hier mit diesem Band sehr an den Stil angefreundet und ja. Wie gesagt, spielt noch kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und wird später nochmal wichtig. Deswegen ich das jetzt gerade nochmal erwähnt habe. Es freut mich, dass du das nachholst, Steffen. Ich meine, wir haben das schon mal im Podcast besprochen. Haben wir? Wahrscheinlich zu Zeiten, wo der Sepp noch da war. Uiuiui. Ich habe gerade nachgeguckt, wie alt der Comic ist. Von 2009 kam der erste raus. Und also ich habe die beiden, die du mitgebracht hast. Du hast ja noch einen, den du uns gleich kredenzen wirst. Naja, ein bisschen Redundanz macht ja auch nichts. Ja, nee, es ist jetzt natürlich, man muss... Wie gesagt, ich habe jetzt mir so ein bisschen mal auf vorgenommen, diese Spezialbände, die ich habe oder die ich mir auch kaufe, weiterhin eventuell zu besprechen. Und da möchte ich natürlich dann mit denen auch anfangen, die ich da eigentlich am längsten schon zu Hause rumliegen habe, ungelesen. Und ja, gut, kann gut sein, ja, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Es ist ja vielleicht auch für Leute interessant, momentan hört man ja sehr, sehr viel von Flix. Dadurch, dass er als erster deutscher Zeichner ans Büro zeichnen durfte, den haben wir jetzt beide noch nicht gelesen. Genau, da will ich aber hin mit dieser Reihe jetzt, also der soll dann auf jeden Fall mit und da im Zuge dessen besprochen werden, ja. Und ich bin mir sicher, dass viele Leser durch Flix jetzt letztendlich durch die ganzen Medienauftritte, die er damit hat, ich meine, war nicht bei Gronkh und bei den Rocket Beans, war glaube ich, dass er durch diese Auftritte doch viele Leute vielleicht doch ein bisschen mehr aufs Büro aufmerksam werden, weil Spirou ist ja eigentlich auch so eine Serie, ja, die früher viele gelesen haben, wenn man zum Beispiel in den 80ern groß geworden ist, aber wo ich glaube, dass die später groß geworden sind, nicht unbedingt damit in Berührung gekommen sind. Und dafür, die ist natürlich spannend, wenn man diese alten Perlen, und du hast ja natürlich bei der Special-Reihe auch zwei rausgesucht, die man bedenkenlos jeden auch in die Hand drücken kann. Ja, weil die eine besondere Atmosphäre haben, man braucht wenig Vorwissen. In der normalen Reihe. Da ja, gut, für Kinder ist es jetzt nur bedingt was. Also zumindest, ja gut, beim ersten vielleicht eher noch. Aber beim zweiten wird es dann schon wieder etwas. Naja, mal gucken. Ja, ich würde die Kinder da nicht unterschätzen. Also, ja, nee, stimmt. Also so, um so ein bisschen mal Geschichte zu transportieren, auf jeden Fall, ja. Ja. Man muss sagen, bei Spirou gibt es schon immer, dass es da Auseinandersetzungen gibt, die auch kriegsähnlich sind. Auch mit Leuten, die aussehen, als wären sie vielleicht Deutsche. Ne? Also wenn wir jetzt QRN ruft Brezelburg zum Beispiel. Gut, ja. Also letztendlich ist es genau das. Und bei Spirou ist es aber tatsächlich so, dass da schon früh Zeichner, oder was heißt Zeichner gewechselt haben, aber dass es da schon unterschiedliche Zeichner gab im Laufe der ganzen Serie, im Unterschied zu Asterix, wo das erst sehr spät passiert ist. Und dass da natürlich auch gewisse dass man da immer welche besser finden wird als andere. Also Francon ist natürlich jemand, den sehr, sehr viele schätzen, aber gerade von den neueren Zeichnern, die so in den letzten 10, 15 Jahren gezeichnet haben, die unterschiedlichen Teams, da kann man doch sehr geteilter Meinung sein. Also manche waren mir dann, also ich bin dann tatsächlich da auch wieder bei den Älteren, bei Francon, den ich da... ja gut, davon hat man es ja schon mal. Ich meine, war ja bei mir, war es halt Thomas Henry, mit denen ich Spirou und Fantasia eigentlich erst entdeckt habe. Mhm. Und von daher sind die halt so mein Idealteam. Wobei jetzt das neue Joanne und Fellmann auch sehr gefällt. Also ja. Besinnen sich auch auf klassische Sachen wieder zurück, aber gerade auch in dieser... Haben aber trotzdem so dynamische Art mit drin, also das funktioniert ganz gut, glaube ich, ja. Als Warnung muss ich gerade zu der Spezialreihe zu sagen, da sollte man auf jeden Fall reingucken, was man kauft. Ja. Also nicht überall, wo Spirou draufsteht,
hat man die gleiche Art und Qualität. In der Spezialreihe wurden auch viele von den ganz alten Sachen aus den 40ern oder so, ist es glaube ich sogar schon, abgedruckt. Und da muss ich sagen, also da bin ich auch nicht so richtig warm mit. Also ich will nicht sagen, dass es ganz schlecht war, aber es hat mich nicht geflasht, wie zum Beispiel der Band, den du heute mitgebracht hast, oder auch Operation Fledermaus, den du uns gleich noch vorstellen wirst. Ja, es macht aber auf jeden Fall auch Spaß, sich den Appendix immer nochmal durchzulesen. Gerade bei den Spezialbänden, weil da halt nochmal sehr viel zum Hintergrund erzählt wird. Auf was beziehen sich der Autor und der Zeichner, was für Anleihen gibt es darin? Gibt es zum Beispiel ganz, ganz deutliche Referenzen auf andere Comic-Ausgaben oder auch auf Originalausgaben von früher? Und von daher lohnt sich das auf jeden Fall immer wieder, das sich nochmal durchzulesen. Ja. Ja. Ich beneide so ein bisschen diejenigen, die das jetzt ganz neu für sich entdecken können, weil jetzt Carlsen ja da auch Hardcover dazu rausgebracht hat. Ach, also ja. Jetzt ich auch in gesammelter Form, kannst du die, ach, die hier, Reihe die, jetzt... Die Franco-Reihe, ja. Die kannst du jetzt mittlerweile, ja genau, und da bin ich halt echt am Überlegen, ob ich mir die nicht irgendwann nochmal... Und es gibt jetzt auch gegen Ende des Jahres kommt ein Schuber raus mit den gesammelten Franco-Sachen. Komplett? Also nochmal die Einzelalben, aber alle in einem Schuber drin, ja. Und auch als Hardcover, oder? Das weiß ich jetzt wiederum nicht genau. Kann ich mir zwar vorstellen, aber das sind, ich weiß ja gar nicht, wie viele Alben sind denn das nochmal? Gut, es waren jetzt 8 Bände, ne? Die gesammelte... Mit mehreren drin. Das, ja. Wie gesagt, ich habe das zu einer Zeit angefangen, wo du im Prinzip nur entweder die mit den roten Rücken oder dann später mit dem blauen Rücken die Softcover von Carlsen bekommen hast, die natürlich immer so ein bisschen in der Kritik standen, weil die Verarbeitung nicht immer hundertprozentig gewesen ist. Ne? Das ist auch so, schon wieder so ein leichtes Stilbruch drin, weil jetzt der schon erwähnte Band von Flix, der im Grunde auch ein Spezialband dann sein müsste, schon wieder einer ganz eigenen Aufmachung daherkommt. Also normal kommen die ja hier auch mit diesem roten Band oben, dann Spezial drunter und dann halt als Softcover. Und der ist halt ohne irgendwas drauf erschienen ist, also der Titel und das Büro in Berlin und als Hardcover erschienen. Ja. Ist halt so für den Spirou-Komplettsammler wahrscheinlich ein bisschen unbefriedigend, wenn es dann so verschiedene Varianten gibt, aber ja. Was will man machen? Ja. Ja, aber bei dieser Franco-Reihe bin ich jetzt echt noch am Überlegen, ob ich mir dann diese Sammelbandreihe zulege oder ob ich mir dann nicht irgendwann doch diese komplette Box dann Regal stelle. Für mich ist Francois ja der Zeichner, weiß, den mir ja, bei Spirou am besten gefällt. Wobei ich mir den ersten wahrscheinlich so meine leichten Probleme haben werde, aber später dann... Das glaube ich tatsächlich gar nicht. Also ja, für mich sind die gleichbedeutend mit den klassischen Asterix aus der Hochphase. Und womit, wie gesagt, auch ich Probleme habe, sind mit ganz alten Geschichten von Rob Well, also Robert Welte, der das Ganze mal erfunden hat und was danach kam, also das ist einfach noch zu weit von dem entfernt, was ich da schätze an der Serie. Also klar, ein Purist wird das haben wollen, der sagt, ich möchte alles davon haben und auch Gigé hat ja da einiges dran gemacht, aber das sind alles, also ich, wie gesagt, Francois, die Spirous, die kann man eigentlich alle sehr gut weglesen. Ja. Jetzt, gut, er war ja jetzt auch derjenige, der ihn dann letztlich so weiterentwickelt hat, wie er dann heute noch im Grunde bekannt ist, so als der Abenteurer und so. Ja, auch mit Marsupilami und allen, also das ist schon, ich lese die Serie immer noch gern, gerade jetzt mit Jean und Fellmann, die machen das schon richtig gut. Also da habe ich Spaß dran, aber natürlich die Klassiker, die sind da ganz klar in meinem Herzen. Das ist so ein 80er-Ding halt, wo man sowas, also tatsächlich hatte ich
ein Band nur, aber das war halt auch was, was du in der Bücherei bekommen hast, als Hardcover, wie die Lucky Luke Sachen und sowas damals. Also das waren keine Serien, die ich gekauft habe, sondern sowas gab es gut leibbar in der Bücherei. Nochmal kurz darum, weswegen ich vorhin gesagt habe, dass das für mich ja nun eher Retro ist hier, das Büro, war damals tatsächlich so einer der ersten Titel, die ich mir dann mal mitgekauft habe. Also jetzt natürlich nach den üblichen Verdächtigen. Ich meine, Aprofax, brauchen wir nicht drüber reden, das war das Einzige, was wir damals hatten erstmal. Das war klar. Dann kam Mickey Mouse, dann kam Asterix, dann kam vielleicht mal ein Batman-Heftchen oder sowas und dann kam aber auch direkt das Büro. Also es war so einer der ersten mit, die ich mir damals gekauft habe. Ja. Spirou und Fantasio. Operation Marilyn oder wie das Ding hieß. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ja. Was hast du denn noch so? Willst du nicht den zweiten Spirou noch machen? Ja doch, will ich schon, aber... Ja. Kleines kreatives Päuschen für dich zum Nachdenken. Das ist gut. Ja. Ich habe auch eine Reihe wieder weitergelesen. Und zwar ist das die Expedition vom Marazzano und Frusen. Hatte ich die anderen Bände natürlich auch schon vorgestellt. Es mag etwas in Vergessenheit geraten sein. Warum nur? Weil die Serie lange, lange Zeit nicht weiterging. Ach so. Weil der Herr Frusen... Ich dachte, weil du so lange nicht hören warst. Nee, ich bin da sehr am Start. Würde es auch gerne komplett dann durchhaben, weil es auch sehr spannend ist. Aber es dauert halt sehr lange. Ich meine, es hätte fast 2 Jahre gedauert, bis der dritte Teil jetzt endlich rausgekommen ist. Aber das Warten hat sich natürlich gelohnt. Wir kennen das ja, bei anderen Serien tauscht man dann immer schnell das Kreativteam. Das ist hier nicht so. Sondern die haben das beibehalten, aber es dauert halt und ist immer ein bisschen schade, aber ja, wenn das Resultat das auch zeigt, dann warum nicht? Ja? Also dann lieber bevor es vermurkst wird, indem irgendein anderer zeichnet und dann die Serie komplett untergeht. Es ging um ein paar Legionäre, die quasi auf Schatzsuche sind. Die auf Schatzsuche sind in Richtung Herz von Afrika, die immer tiefer vordringen nach Afrika. Und sie müssen sich rumschlagen mit wilden Tieren und mit den Stämmen, die dort leben. Über Nacht werden die einfach auch mal versklavt und müssen in so einer Mine schuften. Und eigentlich Kämpfer, die einst der Stolz für Rom waren, die gehen jetzt mit dieser Situation anders um, als sie gefangen werden. Und am Ende vom letzten Band wurden sie ja mehr oder weniger befreit von einem anderen Stamm und kamen nach Niambarango. Das ist eine afrikanische Hochkultur, also nicht mehr so wie in dieser Mine, wo sie geschuftet haben, wo alles sehr, sehr bodenständig war, sondern es ist wirklich eine Hochkultur, wie man sich das für diese Zeit vorstellt. Und der Anführer des Teams, der Markus, stellt quasi fest, dass seine Träume, die er während dieser ganzen Tour hatte, einen sehr, sehr realen Kern hatten. Er hat nämlich schon die ganze Zeit von dieser Königin des Stammes geträumt, das ist die Königin Galilela. Die von ihren Untertanen als Gottheit verehrt wird. Aber leider ist sie natürlich auch sehr, sehr, sehr grausam, wie das bei Königen oftmals der Fall sein dürfte, die als Götter verehrt werden. Und sie fühlt sich schon irgendwie zu ihm hingezogen, aber um wirklich sich ihr nähern zu können, dafür muss er sein Leben einsetzen, und zwar wird er in die Arena geworfen. Und er muss, wie das Cover schon zeigt, mit einem riesigen Löwen kämpfen, allerdings ohne Waffen. Man kann natürlich sagen, dass diese Kämpfe Mensch gegen Bestie schon dutzendfach gab. Ja, ob das jetzt in Tarzan ist oder was auch in der Indiana Jones. Ja, das ist immer wieder ein beliebtes, wiederkehrendes Motiv, dass der Held gegen das Tier kämpfen muss, aber hier in diesem speziellen Fall ist es halt komplett ohne Waffen, dem Tier ausgeliefert zu sein.
Und es ist einfach wunderbar dargestellt, wie Frozen das gezeichnet hat. Also man sieht die Verzweiflung in den Augen von ihm, wenn er dagegen kämpfen muss. Und es ist einfach das Blut, das logischerweise strömt, wenn er von den Pranken getroffen wird. Das Adrenalin ausstirbt, was er ausströmt. Also das alles wird hier spür- und erlebbar. Mhm. Es ist allerdings auch kein Helden-Epos. Ne? Also da geht es gerade unter den römischen Kämpfern geht es sehr oft um Neid, um Angst und um Wut und um Gier, um sexuelle Lust, die aus diesen Vorkommnissen erwachsen. Und die Atmosphäre ist dann schon, ja, wie eher so ein bisschen wie am Ende von Apocalypse Now, um mal wieder einen Film aus Vietnam zu führen, wo es unklar wird, was passiert jetzt in den Kopf desjenigen, der jetzt gefangen ist, oder was ist real, und so ist es halt auch hier. Ne? Ein Ende von der Serie ist noch nicht auf Sicht, aber wenn das Resultat so gut wird wie dieser Band, bin ich tatsächlich wieder geneigt, dann warte ich halt nochmal 2 Jahre, wenn das wirklich ein gutes Resultat wird. Ja? Okay. Weil es wirklich kompromisslos und intensiv wie die anderen Alben. Und wenn ihr erst jetzt einsteigt, dann habt ihr natürlich den Vorteil, ihr könnt euch schon 3 Alben am Stück kaufen und das Ganze am Stück konsumieren, ohne die Pausen, die ich dabei hatte. Ne? Ja. Ja, bei dir ist es eher umgekehrt. Du wartest nicht, dass dir Sachen rauskommen, sondern kaufst die Sachen und wartest mit dem Lesen mal so ein paar Jahre. Ja. So, ich schätze, das wird so vor 5 Jahren rausgekommen sein, wenn du uns gleich vorstellst. Meinst du? Ja. Die Operation Fledermaus ist in der zweite Band, den der Britz sofort schon angesprochen hat, auch Spirou und Fantasio Spezial. Also jetzt nicht der zweite Band der Reihe, aber der zweite Band, den ich jetzt hier gelesen habe praktisch. Und ja, der spielt, den kann man eigentlich super als Fortsetzung zu dem Porträt eines Helden als junger Thor lesen, weil der spielt während des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Die Nazis sind also in Brüssel stationiert und bekommen so immer so mit, von da gibt es halt Funksprüche. Und die sind halt auch größtenteils in dem besagten Hotel Mustique abgestiegen, in dem auch Spirou praktisch als Page tätig ist. Und er hat sich eine alternative Pagenuniform zu der klassisch roten Pagenuniform angezogen, nämlich eine, die so in diesem Soldatengrün praktisch in diesen Farben auch kleidet, was ihn so ein bisschen als Mitläufer der Nazis immer wieder darstellt. Und auch sein Freund Fantasio weiß nicht genau, was er davon halten soll, kreidet ihn deswegen immer auch wieder an. Also die Situation, dass er praktisch so als Mitläufer der Nazis da so in dem Hotel praktisch arbeitet, in dem die abgestiegen sind. Und er sagt, naja gut, er muss halt seinen Job machen und so weiter und so fort, versucht das alles so ein bisschen zu beschönigen. Ist aber dabei im Hintergrund mit den Alliierten praktisch am Paktieren. Sendet also immer wieder Beobachtungen, die er so macht und Funksprüche nach draußen. Und das fällt den Nazis halt auch auf, dass Funksprüche daherkommen, aber immer bevor die ihn erwischen können, passiert irgendwas und er wird dann halt erstmal doch nicht erwischt. Ja, soweit das Setting. Das Ganze spielt natürlich, wie schon erwähnt, in Belgien, in Brüssel. Und erläutert jetzt ein bisschen die Geschichte, die man, wie schon eingangs erwähnt, durchaus so ein bisschen auch als Fortsetzung des ersten Bands oder des Bands von Emile Bravo lesen kann. Die Macher des Bands sind hier Schwarz und Jan, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wer was ist. Szenario Jan und Zeichnungen Olivier Schwarz. Ja, genau. Operation Fledermaus heißt der Band. Weswegen der so heißt, verrate ich an der Stelle nicht. Das sollt ihr selber lesen.
spielt mit Referenzen ebenfalls wie der Band von Emile Bravo. Man sieht sogar gewisse Figuren, auf die er sich so bezogen hat, auch hier wieder. Wobei hier deutlich kürzer und nicht ganz so prominent. Auch Pips, das Eichhörnchen von Spirou, ist in beiden Bänden mit dabei, wobei es hier schon deutlich intelligenter agiert anscheinend als in dem Band von Bravo. Bekommt hier zumindest mal Denkblasen. Ich glaube, im Band von Bravo war da noch gar nichts der Fall. Auf jeden Fall auch dieser Band eine Empfehlung für diejenigen, die wissen möchten, wie das Ganze hätte weitergehen können, die sich das also nach dem Bravo-Band gefragt haben. Geht zeichnerisch sogar ein bisschen in die Richtung, wobei es nochmal ein bisschen, ein etwas anderer Zeichenstil ist, ist aber ganz klar bei anderen Zeichnern, aber kann man gut miteinander vergleichen, lässt sich gut aufeinander lesen. So habe ich das jetzt empfunden. Geht hier natürlich nochmal ein bisschen deutlich härter zur Sache, das Ganze. Deswegen habe ich das vorhin so ein bisschen gesagt, mit ob das was für Kinder ist, weil hier dann doch mal die ein oder andere Folterszene zumindest gezeigt wird, was dann, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Es wird hier auch mal geschossen, ist ja ganz klar, es ist Krieg, ja. Und aber es ist noch so weit kinderfreundlich, dass man jetzt nichts explizit sieht in dem Sinne. Also von daher, ich wäre ein bisschen vorsichtig, also einen ganz kleinen würde ich jetzt natürlich sowieso nicht geben, aber sagen wir mal, Kindern, die jetzt schon in dem Alter sind, dass sie so Abenteuer-Comics lesen könnten, theoretisch ja. Und vor dem Hintergrund, dass man hier nochmal so ein bisschen geschichtliches Wissen mittransportiert bekommt, was auch auf jeden Fall sehr wichtig ist, kann man das durchaus mal betrachten. Ja. Als wäre es so gedacht gewesen, habe ich dazu wieder... Oh Gott, was hast du denn da ausgegraben? Ja. Weiß ich gar nicht, ob ich davon mal was gelesen habe. Du hast ja erwähnt, hier wird ein bisschen die Wehrmacht dargestellt in Brüssel. Ja. Ich habe einen ganz alten Klassiker ausgegraben. Und zwar ist das der Comic Die Sturmtruppen von Bonnevie. Mit der großartigen Überschrift So war Papis Wehrmacht. Da kann man, da kann man natürlich schon sehen, wie alt diese Geschichten eigentlich schon sind. Wie bin ich da drauf gekommen? Das frage ich mich allerdings auch. Ich habe irgendwie bei eBay mich durchgeklickt und habe einen alten Comic gesehen, den ich mal hatte. Und zwar war das ein Fix und Foxy Comic. Und den wollte ich unbedingt haben. Und, da und der war in einem Paket. Ah, okay. Mit alles so 80er Comics. Ich dachte, die wären mit bei Fix und Foxy drin gewesen. Nee. Gepatzt hätte es ja irgendwo. Da waren so 10 Comics aus den 80ern. Da war auch dieses super Sommer-Special von, keine Ahnung, 86 oder sowas von Fix und Foxy, was ich mal, den ich, glaube ich, 1000 Mal gelesen hatte, weil wir das irgendwie im Urlaub dann auch gekauft hatten. Ne? Und da war halt sonst auch nichts zu lesen, deswegen habe ich den 1000 Mal gelesen damals und habe mir diesen Fix und Foxy Comic wiedergeholt. Über den wollte ich aber nicht sprechen, sondern über eine andere Serie, die ich auch mal in den 80ern so teilweise gelesen habe oder von irgendwen ausgelesen habe, und das sind eben diese eben benannten Sturmtruppen. Vor allem schön dieses neu in altdeutschen Ja, also es ist halt schon eine ganz besondere Humor. Der Legende hatte ja kürzlich mal Clever und Smart, was auch so ein spezieller Humor ist. Und auch die Sturmtruppen sind natürlich ein spezieller Humor. Ich habe den Band dann gelesen und man muss immer sagen, das sind Strips, sind keine durchgehenden Geschichten, sondern sind immer wie so Zeitungsstrips. Und da haben sie in dem Album mit den 48 Seiten hier, die der Kondo Verlag rausgehauen hat, immer so 4 Strips auf einer Seite. Und worum geht's? Es sind lustige Begebenheiten, die quasi hier die Herrschaften der Sturmtruppler erleben. Es geht meistens um
ja, ein bis zwei einfache Soldaten, dann so ein Generalstyp und einen, der so, so ein bisschen der, der Unteroffizier in der ganzen. Und die liefern sich halt Dialoge und da geht es auch gern mal handfest dazu. Da wird auch immer wer erschossen, gesprengt, alles Mögliche. Zeichnerisch finde ich es eigentlich ganz gelungen, aber ich muss halt sagen, im Gegensatz zu den 80ern packt mich der Humor halt wirklich gar nicht mehr so, ne? Weil es sehr repetitiv. Was aber, was man auch dem Kondo Verlag seinerzeit noch, hat ja auch Spider-Man und ähnliches gemacht, aber eben auch solche Dinge ankreiden muss, ist, dass die die Reihenfolge von den Strips komplett geändert haben. Also der Bonvi, wenn ich das hier richtig sehe, der hat hier die, die Strips durchnummeriert. Also da, da hast du dann solche Nummern wie 2434, scheint gut zu laufen für den Bonvi, wenn er schon so viele Strips davon rausgehauen hat. So, und dann ist dann die, die, die 2434, die nächste ist die 36, dann kommt die 38, dann ist die 40. Ja? Und dann bin ich aber plötzlich bei der 48, dann geht es weiter mit der 46. Und dann bin ich plötzlich bei der 30. Also die Reihenfolge ist total durcheinander und teilweise haben sie auch Sachen zu, zusammengeschnitten, wo sich die Witze halt auch ähneln. Ja, also ich muss, wenn wir 2400 Mal einen Witz über, keine Ahnung, Landminen oder über eine Dame, die da vielleicht, dann variiert das in Nuancen. Ne? Das ist ja beim Peanuts, so sehr man die sehe, schätzt ja auch so, dass sich die Sachen immer ziemlich ähneln. Und so ist es auch hier. Und ich muss sagen, das ist leider sehr, sehr schlecht zusammengeschnitten. Also teilweise ist es auch so, dass manchmal ein bisschen roter Faden sich durchzieht, dann, dann klappt das einigermaßen. Aber der Humor ist einfach, also ich glaube, das könntest du heute nicht mehr bringen. Also bei Clever und Smart, der Lega-Legende hat es ja sehr dafür ausgesprochen, über die Feinheiten. Diese Feinheiten sind hier nach meinen Begriffen nicht, ja, also es wiederholt sich einfach, ja, also das teilweise sterben auch die Figuren, das ist auch sehr lustig, es wird sich sehr oft amüsiert über das Verhalten von dem Vorgesetzten, aber auch da wiederholt sich das halt immer wieder gerne. Also ist zum Beispiel, dass zwei von diesen Generalstypen, die auch genau gleich aussehen, haben jeder einen von, nach dem Motto Schütze arschmäßig, den sie durch die Gegend schicken und mit denen gibt es dann Streit und sowas. Also es ist ein, ja, ein ganz, ganz seltsamer Humor. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn man das täglich in der Zeitung drin hätte, ob ich dann sagen würde, okay, aber so am Stück funktioniert das aus heutiger Sicht gar nicht mehr. Also ich weiß, ich habe das früher gelesen, fand es nicht so unlustig. Also es waren schon Sachen, wenn die irgendjemand hatte, dann habe ich die mal gelesen, habe mir das ausgeliehen. Es gab nicht nur diese Alben, sondern es gab auch Condor Taschenbücher davon, wo das Ganze dann halt dementsprechend verkleinert drin war. Ja, aber aus heutiger Sicht, also würde ich dran zweifeln, dass sich da jemand wie bei Clever and Smart oder so nochmal dran setzt und sagt, das müssen wir unbedingt nochmal veröffentlichen. Also es ist jetzt auch nicht eine große Nazi-Thematik, also die Wehrmacht wird hier mehr oder weniger verarscht, teilweise auch die Italiener, ne? Da gibt es ja nicht den Mussolini, sondern den Schussolini, ne? Und so, die werden hier schwer durch den Kakao gezogen, das ist ja alles in Ordnung, aber der Humor ist aus heutiger Sicht ja, eher unlustig, muss ich sagen. Wobei natürlich, man muss sagen, sind auch Episoden aus dem Jahr 78, die hier in den 80ern nochmal abgedruckt wurden, aber es ist trotzdem, ja, ich glaube, das kann man heute sehr, sehr schlecht verkaufen. Also das glaube ich nicht. Ja. Dann doch lieber dein Operation Fledermaus. Ja. Aber ja, wie gesagt, es war halt mit dabei und ich dachte, naja, es passt. Also das gibt, ja, das wusste ich, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gesehen, aber ich glaube, gelesen habe ich davon auch nie was. Ja, vielleicht liegt es auch an der Übersetzung. Also es krankt nicht daran, dass es wie bei den anderen Condor-Taschenbüchern, was Superhelden betrifft, dass die Sprechblasen zu klein sind oder so, sondern da ist sehr viel Platz eigentlich für die Strips da, aber ich kann es nicht deuten. Ich denke, Humor ist halt auch was sich verändert. Ne? Und naja. Ja. Okay. Wir hatten ja nichts früher. Ja. In den 80ern. Gut, du hattest noch weniger halt, ne? Also. Wollte gerade sagen, was soll ich da sagen, ne? Ja. Ja. War's das schon? Ja, vorerst. Vorerst? Ja. Okay, gut. Ja. Also ich könnte noch weiter erzählen, aber dann wäre es sehr monologisieren, glaube ich.
Ja, wie gesagt, sollte jemand nach Dreieich kommen, ja, und der Steffen es geschafft haben, die Episode noch rechtzeitig zu schneiden, schreibt uns an, sprecht uns an, so viele mit Kopfhörer um Hals werden da wahrscheinlich nicht rumlaufen. Ja, ich habe ja auch ein dezentes Bild von dir gepostet. Sehr dezent. Und wir können uns auch über Twitter anschreiben. Ich werde wahrscheinlich dann über den Comic Cookies Account ein bisschen twittern. Und dann könnt ihr euch das ansehen. Es ist schon klar, es ist keine Comic-Veranstaltung, aber ich denke, das ist ein verwandtes Thema, wo sich vielleicht auch welche dafür interessieren. Für mich tatsächlich war das vor einem Jahr noch kein Thema. Der Andi vom Telestammtisch war ja letztes Jahr schon mal da. Leider gesagt, dieses Jahr würde nicht da sein. Da habe ich es auch nur so im ich wusste schon, dass in Dreieich immer zwei Conventions sind. Da habe ich das nur so gestreift. Aber jetzt, wo ich wirklich im letzten Jahr durch die Bahnfahrerei recht viel Zeit habe zum Lesen, packe ich dann doch eher mal ein Buch mit statt ein Comic, weil mit den Comics, da bin ich dann immer sehr schnell durch und die werden auch nicht besser davon, wenn man es in der Bahn in seinem Rucksack transportiert. Wenn mir das beim Buch, ja, ich will nicht sagen egal, aber egaler ist, als wenn ich dann wirklich ein sammelwürdiges Comic durch die Gegend transportiere. Deswegen habe ich da sehr viel aus dem Bereich Fantasy, Science Fiction gelesen im letzten Jahr, auch andere Sachen. Wenn man immer so eine Stunde am Tag ungefähr Zeit hat, um zu lesen, und nicht wieder irgendwelche Trottel im Zug sitzen, die sich so laut am anderen Ende des Abteils unterhalten, dass es noch bei dir direkt so jedes Wort verstehen kannst, dann geht es eigentlich ganz gut. Und dadurch bin ich auf einige Autoren gekommen, die ich auch da sehen werde und wo ich hoffe, dass ich auch mit denen ein Gespräch führen kann, neben natürlich diversen Sachen, die sie mir natürlich signieren müssen, das ist ganz klar. No? Gut. Mich kann man, wie gesagt, bei der einen oder anderen Signierstunde wahrscheinlich sehen, im T3. Falls da jemand von euch sein sollte und auch Redebedarf haben, auch da werde ich mit Sicherheit irgendwie ein Aufnahmegerät dabei haben, je nachdem. Erkennt ihn an seinem Comic-Cookies-T-Shirt. Ich habe kein Comic-Cookies-T-Shirt, das ist das Problem. Was? Zumindest kein aktuelles. Nee, ich weiß gar nicht, habe ich noch eins? Mit Sicherheit. Also ich werde wahrscheinlich irgendwas Comic-thematisches anhaben, ja. Oder ihr fragt einfach im Laden, wo ist denn hier der enge Steffen? Und dann wird euch dann gezeigt. Der enge Steffen. Oje. Ja, nee. Moment, wir holen ihn erst aus der Truhe. Sekunde. Ach nee, das war Pulp Fiction. Ah, vergiss es. Aha. Oje. Dann kommen wir doch lieber noch zu einer Podcast-Empfehlung. Jetzt habe ich es heute mit Podcast-Empfehlung, aber die habe ich jetzt diesmal Etage 13 nicht gehabt. Ja. Deswegen mache ich das jetzt hier. Es gibt einen relativ neuen Podcast, auch die letzten Monate erst gestartet. Drei Frauen in Comics ist ein Comic-Podcast über Comics. Und wird praktisch... Wow. Sherlock Liebschner. Sherlock Liebschner. Ich muss mir die Worte besser zurechtlegen. Nein, es geht also um Comics und die Frauenquote bei diesem Podcast ist natürlich 100%, weil es wird von drei Frauen moderiert, was ich schon mal sehr toll finde. Und auch die Comic-Auswahl gefällt mir sehr gut. Also es ist auch so ein bisschen weg von den ganzen Superhelden-Comics, sondern es ist einfach mehr oder weniger querbeet, also relativ oft mal Splittertitel dabei oder ja, Reprodukt und so weiter und so fort, also von daher. Superhelden auch mal, ja, aber nicht ausschließlich, wie das bei anderen Podcasts der Fall ist, also von daher unbedingte Hörempfehlung, hört da gern mal rein. Ja, ich finde es generell immer schön, wenn zu dem Thema neue Sachen rauskommen, ja. Weil man sieht, dass jeder doch so seine eigene Nische hat, was er so gerne liest. Und ich finde doch sehr, sehr oft dann irgendwelche Sachen, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil es einfach so weit verbreitet ist. Du hast ja schon gesagt, verschiedene andere konzentrieren sich dann, wie ich lese, wo zum Beispiel, konzentriert sich ja sehr stark auf den Superheldenbereich. Dann halt bei Nerd hat man es zum Beispiel, der entwickelt sich dann so ein bisschen davon wieder weg. Am Anfang war deutlich mehr
superheldenmäßig unterwegs, als es momentan ist. Aber auch andere, auch beim Telestammtisch, hat er ja immer sowieso andere, aber ja, Andis Geschmack, habe ich das Gefühl, ändert sich auch so ein bisschen. Und das finde ich immer eine spannende Entwicklung zu hören. Und jeder hat da auch eine andere Herangehensweise. Also hört, wie gesagt, da überall rein. Yay Comics, Formate, auch wieder. Formate gibt es sehr viele. Es ist sehr abwechslungsreich mittlerweile und das ist ganz gut so. Dann hast du noch die das Heldensofa. Ja. Da hat man ja auch schon. Die auch nochmal eine ganz andere Handlungsweise haben. Praktisch einfach sich ein Thema nehmen und das dann in einer Folge durchsprechen und aus ein bisschen aus dem Hintergrund des Storytelling auch so ein bisschen näher beleuchten. Also das ist ganz gut. Also nicht zuletzt möchte ich da natürlich immer an meine schöne Liste, an meine schöne Sammlung erinnern, die ich führe. Wenn also neue Comic-Podcasts auftauchen und auch mich irgendwie erreichen, landen die dann über kurz oder lang auch in der Liste, die ich bei FIT führe und von daher... In dem Zusammenhang möchte ich nochmal andere Podcasts, das alles hat mir in den letzten Folgen immer mal wieder dabei thematisch und der Andi von das alles hatte mich auch angeschrieben, weil er nämlich wusste, dass ich DMZ lese. Ja. Und zwar hat er mich auf ein Ding hingewiesen, wollte meine Meinung hören, weil er gesagt hat, da ist jetzt ein Hörspiel draußen vom WDR und das ist schon mehr als nah an DMZ. Ne? Und ich habe mir das Ganze dann auch mal reingehört. Ihr könnt das Ganze heißt Neu-Nürnberg, also Nuremberg, wie die amerikanische Version oder englische Version von Nürnberg geschrieben. Und ist beim WDR rausgekommen. Und da geht es tatsächlich darum, dass sich ein Teil von Deutschlands abgespalten hat. Und dann von der Bundeswehr, nämlich Nürnberg, ne? Also der Landstrich namens Neu-Nürnberg dann fortan und dass dann eine junge Reporterin da rein verschlägt und sie dann anfängt aus dieser Krisenzone, die seit mehreren Jahren belagert wird, zu berichten. Sie kriegt dann Unterstützung von einem jungen wie nennt man das, Mediziner im weitesten Sinne, der die Verletzten dann, und das ist im Prinzip exakt das, was bei DMZ ist, außer dass sie das Geschlecht getauscht haben, dass bei DMZ der Reporter männlich ist und eine Sanitäterin dazu gehabt, das haben sie gerade getauscht und dass es halt in Deutschland spielt. Und das nicht die US-Armee, die belagert, sondern die Bundeswehr. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich, wo quasi Bayern versucht, sich noch so Sonderdingen zu erarbeiten. Okay. Ich meine, finde ich nicht schlimm. Der Mensch, der das macht, hat schon viele Hörspiele gemacht, hat zum Beispiel auch den renommierten Kurt Laßwitz-Preis bekommen. Das ist so ein deutscher Science-Fiction-Preis, benannt nach Kurt Laßwitz, der so, sag ich mal, etwas nach Jules Verne schon bedeutende Science-Fiction geschrieben hat. Habe ich doch jetzt auch hier im Zusammenhang mit der Buchhorn gelesen, ohne den Namen. Ja, ja. Und er hat auch schon, glaube ich, Taniguchi was vertont, einen Comic von dem. Bloß, wie der Andi halt festgestellt hat, in dem ganzen neuen Nürnberg-Ding wird nicht einmal der Erfinder von DMZ quasi dargestellt. Okay. Und das ist natürlich, also ich kann mir das, wenn ich sage, okay, es ist in irgendeiner Art und Weise eine Hommage und ich dichte das um, ne, dann kann ich mir sagen, ja, okay, aber wenn ich das gar nicht nenne und man das Gefühl hat, er hat das erfunden, ne, also ist jetzt gar nicht so ungewiss, dass verschiedene Teile Deutschlands sich irgendwann entschließen, vielleicht ihr eigenes Ding zu machen, ne, also man denkt vielleicht eher an Sachsen, man weiß es nicht, ne. Ja, aber Bayern hat ja auch schon. Bayern hat auch solche Tendenzen, ist jetzt nicht unrealistisch, aber es ist doch sehr, sehr nah dran. Wir sind da vollkommen einer Meinung. Ich habe sogar das erste, war ganz passend, weil ich da bei meinen Eltern war, wo das alte Trade noch das erste drin war. Und die haben sogar von DMZ auf dem ersten Trade ist quasi wie so ein Hubschrauber abstürzt über New York, über das Skyline. Und das haben die Säcke. Komplett eins zu eins. Einfach übernommen,
also es ist nicht derselbe Hubschrauber, aber dieselbe Richtung, in der er sich quasi dreht, über der Silhouette von Nürnberg, wo der Andi natürlich auch wohnt, wodurch er wahrscheinlich auf dieses Hörspiel da gekommen ist, ne? weil das in Nürnberg vielleicht auch ein Thema ist. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Okay. Habt ihr den Autor mal angeschrieben? Ja, der Andi hat den angeschrieben und er hat geschrieben, it's interesting, ne? Mal gucken, was da so passiert. Okay. Aber ich sag, wie gesagt, wenn ich sowas doch übernehme, der scheint ein Comic-Fable zu haben, dann muss ich das auch irgendwie bekannt geben. Ja, ja. Wenn man sagt, es ist halt, basiert halt lose auf dem und dem Werk von... Ja, es gibt ja immer wieder, es gab ja sogar von El Bundy, also Married with Children, gab es ja eine deutsche, bloß da haben die Rechte haben halt, waren auch irgendwie dran beteiligt und man muss natürlich sagen, erstmal geht da WDR, ist ja wahrscheinlich öffentlich-rechtlich, ne? Sagen wir mal, da gehen ja irgendwie Gebührengelder da so rein. Und dann lese ich, dass noch hier von der Filmförderung NRW ist das Ganze auch noch mal gefördert worden. Okay. Und ich denke mir, wenn ich das einfach nur umschreibe, wenn ich mir im Prinzip das erste und zweite Trade von DMZ hole und einfach das ins Deutsche übertrage. Da hätte ich auch mal drauf. Ja, aber das ist doch keine Leistung, die irgendeine Förderung verdient. Ne? Da sind wir uns eigentlich... Ja, also, mich würde auch interessieren, also, was der Autor da dazu sagt. Ein bisschen Beigeschmäckle dann... Mich würde sehr interessieren, was der... Wie erscheint das Ganze als Podcast schon, auch? Oder? Ja, es sind immer so 10 Minuten, die wohl ins Radioprogramm rein. Also man kann das schnell mal hören, sind glaube ich 12 Folgen oder so. Ich bin glaube ich nach der 5. habe ich festgestellt, dass es folgendes US-Heft. Okay. Ne, ist auf Twitter noch zu finden. Und weil das genau dieselbe Handlung dann letztendlich war, die da passiert ist. Ne? Und also... Er hätte wenigstens den kreativen Ansatz finden können. Das Grundsetting kann ich ja verstehen, dass man sagt, okay, ein Teil vom Land spaltet sich ab und wir gucken mal, was da so passiert. Aber dass er Begebenheiten, die exakt so da passieren, also er stürzt, also ist ja nichts zu spoilern, das ist eine uralte Serie von Vertigo aus der Zeit, wo DC noch coole, imagemäßige Serien gemacht hat, wo wir noch nicht wussten, dass Image das auch kann. Ne? Muss man ganz klar sagen, dass das ist... er stürzt da ab mit so einem sehr bekannten Star-Reporter, der äußerst unsympathisch ist und er denkt dann, er stirbt. Also der ist weg, der ist explodiert oder erschossen oder irgendwas und später im Lauf von der Episode taucht er dann aber nochmal auf. Also der hat überlebt und wird als Geisel genommen und exakt das passiert da auch, genau das und er wird halt schon sehr viele Parallelen und das geht dann eigentlich nicht zufällig sein können. Ja, also ich bin sicher, wenn ich das weiter verfolgen würde, da wäre wahrscheinlich noch einiges zu finden. Ne? Ich habe jetzt bei der 5. Folge abgebrochen, weil ich gesagt habe, okay, die Geschichte kenne ich jetzt schon. Ne? Aber es war schon da so deutlich, dass da eigentlich... Na, dann höre ich mir das jetzt mal an, weil ich kenne den ersten Band, glaube ich, und den zweiten auch noch, aber viel mehr habe ich, glaube ich, damals dann auch nicht davon gelesen. Also von daher... Es dauert vor allem auch nicht. Das sind alles so 10-Minuten-Episoden. Es ist auch gut geschnitten. Ich finde, es ist auch ein gut gemachtes Hörspiel. Ja. Also es spielt Tommy Pieper, der Alf synchronisiert hat. Okay. Der spielt eine wichtige Figur in dem ganzen Ding. Er versteht die Stimme auch so ein bisschen nicht, dass du denkst, ja, Melmark, ole ole, ne, wie er so halt gesprochen hat, sondern null Problemo. Nein, das macht er nicht, sondern er verstellt die Stimme da auch massiv, dass du nicht sofort drauf kommst. Aber wenn du es direkt am Ohr hast, also wenn du es weißt, dann, also es ist hochwertig auch produziert, aber dann darf ich nicht sagen, das war meine Idee. Und vor allem darf ich keine Fördergelder dafür nehmen. Also das hätte jetzt wirklich jeder, der den Comic gelesen hätte, hätte das jetzt da runterbrechen können halt auch. Also das finde ich ein bisschen schade, gerade weil der offensichtlich schon viele bekannte und gut angenommene Sachen genommen hat. Ich habe jetzt mal so quer gelesen, da ist jetzt nichts dabei, was mir so vorkommt. Also es ist jetzt nicht Y, der letzte Mann, ne? Mhm. wie der Jan aus Berlin plötzlich dasteht und ist als einziger Überlebender in Deutschland und es leben nur noch Frauen oder sowas. Also das haben wir nicht. Ne? Oder, noch nicht. Nee. Oder wir haben auch keine Übermensch-Geschichte, wo der Karl kennt. Ja gut, das wäre dann auch ein bisschen zu offensichtlich. Ne? Ja, aber das ist ja genauso offensichtlich. Also, ja, natürlich, aber das ist halt weniger Mainstream, sag ich jetzt mal. Also wenn du so einen Titel nimmst, das ist dann, merken nicht so viele so schnell, als wenn du jetzt, sagen wir mal, einen eindeutigen Superman dann da lancierst. Ja, aber er muss sich eigentlich im Klaren sein, dass das ein Thema ist, was so Leute anzieht, die auch solche Comics lesen würden. Das ja.
Ne? Ja, klar. Also er ist lustigerweise derselbe Jahrgang wie der Andi und ich. Okay. Ne? Er hat wahrscheinlich eine ähnliche Comic-Sozialisierung wie wir. Bloß, da muss ihm klar sein, wer sowas hört und drüber nachdenkt und sich das aus dem Netz irgendwie zieht, ne? Das haben die ja in ihrer Mediathek drin, der hat möglicherweise auch, das ist doch dieselbe Zielgruppe, die auch so, also so unbekannt war, DMZ auch nicht. Ja. Klar, das war damals kein riesiger Erfolg, als das gekommen ist. Also ich hab mir das, ich glaube, es kam dann ja, sogar noch. Du musst halt immer vom ich sage jetzt mal vom Normalhörer ausgehen. Ja. Der kriegt das überhaupt nicht mit. Der denkt ja. sich, geil, was eine geile Geschichte, was der Typ sich da hat einfallen lassen. Aber ja klar, wie du schon sagst, da gibt es halt immer noch den verschwindend kleinen Prozentsatz wahrscheinlich, aber den gibt es halt, der dann drauf aufmerksam wird, ja, und aufmerksam gemacht wird. Und dann, ja. Also, ja. Wenn du der Autor bist von Neu-Nürnberg und du ins Gespräch kommen willst. Ja, wir laden dich gerne ein. Du darfst hier gerne Stellung dazu benehmen. Ja, oder also oder. Eigentlich ist es natürlich ein Andi-Thema. Ja, ne? Also, der ist, glaube ich, noch ein bisschen zorniger als ich über die ganze Geschichte. Okay. Also, ne, okay. Das, der hat das ja auch letztendlich rausgefunden. Aber ich finde es schon spannend, dass das so geht. Und man stellt sich dann natürlich unbewusst wieder die Frage, wie oft kommt das vor? Mhm. Ne? Ja. Klar, viele Geschichten kannst du halt gerade jetzt, wo wir es vorhin mit der Fantasy haben. Ne? Also da sind die Sachen natürlich schon hundertfach erzählt worden, ja, wie die Heldengruppe auszieht mit dem Elfen und dem Krieger und dem Zwerg und der Zauberin. Ja, also, da gibt es schon tausend Versionen. Aber dass ich das so nah dran mache bei so einem speziellen Thema, das war schon ein bisschen dreist. Ja. Ein kleinen Kurztipp zum Schluss ja. noch. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal gebracht habe. Aber es gibt ein Rollenspiel YouTuberin oder mehrere YouTuber, die es zusammen betreiben natürlich. Und zwar ist das Orkenspalter TV. Und Orkenspalter TV in letzter Zeit bin ich ein bisschen darauf aufmerksam geworden, weil sie in letzter Zeit auch das Thema Comic ab und zu bereden. Also, das hattest du schon mal in den Zusammenhang gebracht, weil du auch Fantasy-Bücher liest. Ach so, weil, und genau, daraus hat sich weil ich gesagt habe, ich drehe es jetzt einfach mal rum. Genau, ja. Drehe es jetzt einfach mal rum. Ja, weil, aber nichtsdestotrotz kann man das gerne nochmal empfehlen. Ja. In letzter Zeit habe ich das wieder des Öfteren gesehen, weil mich das mit dem Rollenspiel prinzipiell auch interessiert, auch wenn ich nicht an der Runde aktuell teilnehme. Es wäre vielleicht mal wieder interessant, hatten wir auch schon mal. Hatten damals sogar schon mal gemeinsam mit Mi Comics in Kooperation ein Interview im T3. Ja, ja, okay. Also von daher. Ja, also machen das auch wirklich gut. Da gibt es Let's Plays von Rollenspielen. Aber sie macht dann einfach auch mal tatsächlich sehr, sehr viel von Splitter, dass sie mal sagt, diesen Band habe ich gelesen, jenen Band habe ich gelesen. Und ja, also man merkt, dass sie nicht selten in der Comics liest. Also das schon kann man durchaus mal reinschauen. Und klar, es ist auf YouTube, ist jetzt kein Podcast, aber ist durchaus mal sehenswert, um mal reinzugucken und ab und zu eine Empfehlung zu kriegen. Ja. Gut. Alle Tipps raus. Alle Tipps raus. Und ja, wie gesagt, zur Kontroverse lädt ein, wenn auch im Podcast das alles vielleicht eventuell, das muss man dann sehen. Ja, also das ist schon Andis Ding, aber vielleicht hört er ja irgendwas davon. Ich glaube aber schon, dass ihn vielleicht demnächst mal, vielleicht der WDR oder auch der Autor von dem, einfach mal so vielleicht eine Mail schreibt und fragt, war da vielleicht warum? Ja. Hast du da mehr Info? Warum? Ja. Na gut. Finde okay. ich aber, ja, aber damit muss man rechnen. Ja, klar, das stimmt. Okay. In diesem Sinne. Ich habe da übrigens eine Idee für einen Roman, den ich in Berlin spielen lasse. Und zwar gibt es da so ein Monster, was sich jeweils in die Angst von verschiedenen Berliner Kindern verwandelt, wenn die. Meinst du, das wäre eine gute Idee? Ist super, ja. Gab es ja noch nie. Ja. 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 Ja, wenn es danach ginge, also man muss sich dann schon ein bisschen, wenn man sich schon irgendwo inspirieren lässt, das kann man ja gerne, aber dann muss man schon ein bisschen versuchen. Und so wie du es jetzt geschildert hast, ist es halt schon recht plump. Ich höre da mal rein auf jeden Fall. Es ist ein schönes Hörspiel, und gar keine Frage. Davon mal völlig ab. Und die Thematik, wie gesagt, wenn ich das jetzt, ich habe das, wie gesagt, damals irgendwann mal nicht weitergelesen, wenn ich jetzt mir das zu Ende anhören kann in dem Sinne,
ist das ja auch okay, ja. Aber ja, ist dann schon sehr stark runtergebrochen halt. Ja. Du kannst dir dann mehr oder weniger, was weiß ich, anderthalb Stunden kannst du dir das dann reinziehen und du hast die ganzen Hintergründe nicht. Also das, ja. Aber ich, wie gesagt, die Freistaaten, also diese Freischärler dann als die bayerischen Freischärler auch mit Dialekt ein, das ist schon lustig. Ne? Ja, bloß, okay. Ja. Na gut. Höre ich mir mal an und wir hören uns das nächste Mal wieder, würde ich sagen. So sieht's aus. Ja, genau. Bis demnächst. Adios. Tschüss. Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank!